Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Game Talk. Ich bin heute mal wieder nicht alleine dabei. Wir sind heute wieder zu zweit für euch. Die Lucy und der Xabu sind für euch da. Hallo. Hallo. Ja, schön, dich mal wieder dabei zu haben. Du gehörst ja jetzt mittlerweile fast schon zum Bestand hier. Inventar. Zum Inventar, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, auch toll, dass wir über diese verschiedenen Themen dann auch miteinander reden können. Ja, absolut. Wie ist es dir denn ergangen seit dem letzten Mal? Du warst ja bei der Anime-Folge zuletzt dabei, beim Anime-Talk. Sehr interessant. Also dieser Anime-Talk, der ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ich habe ihn danach auch nochmal zweimal gehört. Oh. Und fand, ja, diese verschiedenen Eindrücke von euch und dieses Gespräch allgemein hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auf jeden. Ja, war mal interessant, auch mit Leuten zu reden, einfach die bei irgendwas sehr viel mehr Erfahrung hat als man selbst. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel positives Feedback für die Folge gekriegt. Also ich glaube, ich hatte selten jetzt eine Folge gehabt, wo so viel dann im Nachhinein zurückkam. Wir hatten ja irgendwie 30 Kommentare unter der Folge und das ist für so einen kleinen Mini-Kanal, wie ich einen habe, mit 41 Abonnenten jetzt mittlerweile, ist das halt wirklich eine Menge. Und ich habe auch wirklich viel positives Feedback bekommen, also auch von den unterschiedlichsten Leuten. Auch mein Vater hat die Folge gehört, der ist ja auch total into Anime und hat sich auch einige Tipps aufgeschrieben und ja, war schon sehr cool. Das ist ja schön. Ja, ich glaube, dass die Anime-Bubble in Deutschland ja solche Videos dann auch feiert, wenn die dann im deutschsprachigen Raum einfach auch mal rauskommen auf YouTube. Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch richtig viel Spaß gemacht. Und ja, im Grunde haben wir das Format jetzt einfach mal weitergeführt, weil dann haben wir uns gefragt, was ist denn noch so ein Thema, was uns beide auch vereint oder worüber wir gut reden könnten. Und da ja hatten wir direkt von Anfang, also seit wir uns eigentlich schon kennen, war so dieses Thema Videospiele auf jeden Fall auch schon ganz groß. Mhm. Ja, und im Grunde das, was im Anime-Talk da war, übertragen wir jetzt einfach mal auf Games. Ja, da sehen wir jetzt. Worum wird es heute gehen? Was erwartet euch? Also wir werden gleich erstmal mit euch, mit uns, die Lieblingsgenre durchsprechen. Dann geht's um die ersten Berührungen. Dann gucken wir uns an, was für Konsolen hatten wir so? Was sind da so die Spiele gewesen, die uns am meisten beeindruckt haben? Und ganz zum Schluss stellen wir euch sogar noch mal eine Art Geheimtipp oder Videospielempfehlung, wo wir dann auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, dann beginnen wir doch mal. Dann erzähl du mir doch mal erstmal, was ist so dein Lieblingsgenre im Videospielbereich oder was sind so die Genre, die du am liebsten und am häufigsten spielst? Genau, also ich habe einige Genres da stehen. Ist auch so, weil einfach paar Spiele, die ich sehr, sehr gerne mag, dann so ein Extra-Genre bekomme. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel nur bei Puzzle drin und das wollte ich halt unbedingt mit dabei haben. Ja. Aber ich denke, das, was mich am meisten fasziniert und was ich liebe, sind Schleichspiele, Stealth. Oh, okay. Da habe ich mein All-Time-Favorite Dishonored. Da habe ich auch The Last of Us mit reingenommen. Das taucht bei mir auch auf, ja. Ah, dafür, perfekt, ja, genau. Da habe ich jetzt mal den ersten Teil nur drin, der zweite, den habe ich woanders eingeordnet. Rise of the Tomb Raider habe ich auch mit drin und A Plague's Tale Innocence habe ich erst vor kurzem in diesem Xbox, wie nennt man das, diese Game Bar von Xbox, die sie eröffnet haben, wo man sich diese Spiele für einen monatlichen Betrag dann downloaden kann und kostenlos spielen kann. Und da habe ich das gefunden und das ist auch so, geht in die Schleichrichtung. Ich kenne das. Ach, du kennst es, okay. Ja, ich hab das auch, das Spiel. Ach, toll. Ja, das war wieder total schleichen. Also ich dachte eher, ich hole mir so ein Story-Game und war dann doch recht angetan davon, wie viel da tatsächlich Schleichen ist, weil man spielt halt zwei Kinder, ne? Und die einzige Waffe, die man besitzt, ist eine Steinschleuder. Das heißt, man kann jetzt nicht gerade voll Berserker-Modus in die Leute reinlaufen, sondern man schleicht halt lieber außen rum und löst kleine Rätsel. Und sowas mag ich sehr gerne. Das zieht sich auch durch meine ganze Lieblingsspiele durch, irgendwie auch ein bisschen. Ja, der Clou bei diesem Spiel ist ja, dass du ständig von Ratten umgeben bist. Also das spielt ja im Mittelalter, ich glaube zur Zeit der Pest, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du kannst halt immer mit Feuer alle möglichen Rattenrätsel lösen, die wie so große Massen um dich herum wabern. So. Genau, ja. Das ist halt auch dieser Puzzle-Anteil des Spiels, ja. Ja, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich habe es mir schon geholt. Das gab es mal von der Zeit bei Epic Game Store umsonst und habe ich mir das dann direkt mal gesaved.
Ja, heute kann es natürlich auch sein, bei diesem großen Thema, dass uns ganz viele Sachen auch durch die Lappen gehen. Also wir legen hier keinen Wert auf Vollständigkeit bei unseren Sachen, sondern erstmal, dass ihr so einen Eindruck davon bekommt, so was mögen wir. Und vielleicht stoßen wir hier auch auf einige Gemeinsamkeiten. Eine haben wir immerhin schon gefunden. Super. Dann mache ich mal mit meinem nächsten Genre weiter oder ersten Genre. Und zwar das erste, was mir direkt eingefallen ist, weil ich das halt auch schon seit Kindheitsbeinen total liebe, sind so Japano-RPGs, also japanische Rollenspiele. Und das sind zum Beispiel dann sowas wie, ja, das ist ja noch gar nicht so alt, Persona 5 habe ich absolut geliebt. Vor allen Dingen, da schließt sich der Kreis ja auch wieder mit dem Thema Anime. Da hast du ja wirklich auch ganz, ganz viel, also minutenlange Anime-Sequenzen auch mit dabei, super schön gezeichnet. Es gibt ja auch sogar ein Anime dazu. Ja, dann auch sowas wie Final Fantasy, da hatte ich dann Final Fantasy 9 und Final Fantasy 12 recht viel gespielt. Ja, und Earthbound ist mir dann auch noch eingefallen. Und so weiter und so fort. Ja, Final Fantasy, das habe ich mal angezockt, bin aber irgendwie nicht warm geworden. Vielleicht war ich da auch irgendwie noch zu jung, habe das nicht so richtig verstanden, was man da machen soll. Aber vom Stil her und alles hat mir das auch sehr gut gefallen, wie ich das so Ja, gesehen das habe. glaube ich. Ja. Ich sag mal, das Thema Japano-RPGs wird auch jetzt öfter nochmal heute vorkommen bei meinen Sachen. Sehr gut. Was hast du als nächstes? Also ich habe da noch Fighting Game. Oh ja. Kampfspiele mit meiner Lieblingsspiele, absolutes Mortal Kombat. Also ich bin schon sehr jung in das Genre rangekommen mit Tekken. Schon als bestimmt 10-Jährige oder so haben wir Tekken gespielt mit meiner Freundin. Und später kamen dann so Sachen eben wie Mortal Kombat. Den neuesten Teil, den habe ich mir sofort geholt. Und Mortal Kombat X habe ich keine Ahnung, wie viele Stunden da drin. Und hat mir so super viel Spaß gemacht. Ich bin allgemein jemand, der sich dann immer so einen Main sucht und versucht da von dem jeden Trick irgendwie rauszubekommen und die Online-Gegner richtig fertig zu machen. Dieses Gefühl von diesen Kampfspielen, das fand ich schon immer toll. Also da Street Fighter habe ich auch vor kurzem, also gar nicht mal so lange her, habe ich mal wieder gespielt. Auf jeden Fall auch ein Genre, was ich sehr gern mag. Das ist jetzt zwar bei meinen Top 5 Genres, die ich hier habe, ist es nicht dabei. Aber ich habe auch damals viel sowas wie Soul Calibur gespielt oder eins meiner absoluten Lieblingsspiele in dem Bereich ist auf jeden Fall auch Def Jam, wo du dich im ja, ich glaube, New Yorker Underground mit ganz vielen Rappern kloppst. Also da ist zum Beispiel auch so Das klingt ja Snoop gut. Dogg dabei und Fat Joe, Warren G, diese ganzen Leute, die unter dem Def Jam-Label eben gerecordet sind. Das war völlig, völlig falsch gesagt jetzt, aber. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Vor allem, du hast die ganzen Originalsprecher, dieser ganzen Rapper. John Paul ist sogar auch mit dabei. Also Carmen Electra, Lil' Kim, Das klingt abgefahrene sehr Charaktere. spaßig. Okay, ja. Er ist halt auch super brutal. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Geheimtipp. Kann ich dir nach der Folge vielleicht nochmal was zuschicken? Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt in ein Genre, was tatsächlich auch ganz gut mit deinem ersten zusammenpasst, und zwar Action-Adventures. Da habe ich dann zum Beispiel auch sowas. Witzigerweise, bei allen drei Titeln, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, muss man auch ganz viel schleichen oder kann man ganz viel schleichen, wenn man möchte. Metal Gear Solid auf jeden Fall. Absolut große Liebe, ist einer meiner Lieblingsreihen auch. Also auch von der Dichte der Story, der Zwischensequenzen und so weiter. Uncharted 2 ist hier ganz oben mit dabei und Last of Us auf jeden Fall auch. Und ich meine, du kannst hier natürlich auch viel drauf los, aber man kann auch bei jedem dieser drei Spiele mit Schleichen ans Ziel kommen. Also mag ich das wohl auch irgendwie. Ja, schau an. Ja, das ist toll. Ja, Action-Adventure, denke ich, ist auch, also gehört zu meinen Top 5 auf jeden Fall auch mit dazu. Da habe ich aber auch sowas wie God of War mit reingenommen. Ja, das ist ja eher Hack and Slay, kann man sagen, ne? Obwohl die neuen Sachen eher weniger. Der Vierer, ja. Das ist ja schon auch krasses Story-Game und. Aber da bin ich auch nicht so drin. Also da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ja, ich habe auch nur den dritten und den vierten jetzt gespielt. Stimmt, den vierten würde ich auf jeden Fall bei Action Adventure einordnen. Den dritten bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Allgemein diese Sparte zwischen wirkliches Story-Game, Story-basierend und Action-Adventure mit sehr viel Story. Also ich glaube, Uncharted hat doch auch, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber Oh. hat doch auch sehr, sehr große Zwischensequenzen und sehr bedacht auf Ja, die ist sehr Story. storylastig, Ja, auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall. Also du erlebst sozusagen über die Teile auch eine Geschichte von der ganzen Familie so mit. Also wie war Nathan Drake, als er ein Kind war? Ja, Später heiratete er ja auch und kriegt dann noch ein Kind und all solche Sachen. Und das spielst du dann später auch noch. Also da ist viel, ja. Das ist ja auch von Naughty Dog, das sind ja auch die gleichen Leute, die auch Last of Us gemacht haben. Ja, stimmt. Das merkt man auch total. Ja, da hast du ja noch was richtig was vor dir.
Ja, ich habe noch richtig was vor mir. Bei Action-Adventure kann ich richtig ausholen, aber ich mache jetzt mal noch ein paar kleine Titel. Ghost of Tsushima. Oh ja, das habe ich auch noch vor mir. Da habe ich auch richtig Bock drauf, auf sowas. Oh ja, das kann ich wirklich empfehlen. Super schön. Also, da stimmt irgendwie alles. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn ich das eines Tages da mal richtig spielen kann. Auf jeden Fall, kann ich nur echt nur empfehlen. Und so Spiele, die mit Couch-Koop möglich sind, also It Takes Two oder A Way Out, habe Ja. ich jetzt auch bei Action Adventure noch drin. Der Text habe ich auch vor einer Weile erst mit einem guten Freund gespielt. Super toll. Also da kann ich, da schwärme ich immer von dem Spielen. Das ist so schön. Das würde bei mir dann aber auch mit reinkommen, weil ich auch jetzt dadurch, dass man das damals schon immer so gemacht hat, ja, habe ich auch eine große Affinität zum Couch-Koop-Spiel, genauso. Ich bin auch überhaupt kein Online-Gamer, muss ich auch sagen. Also da, Okay. ich glaube, du ein bisschen mehr. Also du, Ein also ich bisschen, habe da ja. auf jeden Fall schon mal was mitgekriegt bei dir. Aber bei mir ist es so, nee. Erstmal bin ich, glaube ich, zu suchtgefährdend dafür. Oh ja, Also dadurch, dass du ja dann auch noch diese menschliche Komponente hast, also dann ständig auch Leute, mit denen du dich verabredest und hin und her. Ja, oder von denen du beleidigt wirst Ja, online. genau, das wollte ich gerade sagen, weil und auf der anderen Seite habe ich halt keinen Bock auf diese ganzen Call of Duty-Kiddies da. Ja, also es gibt ein paar Spiele und eine Handvoll Spiele, die mich da schon sehr reizt, die halt nur im Multiplayer online verfügbar sind, aber da mache ich eher einen Bogen drum. So, ne? Ja, Oder das guck verstehe mal ich Let's voll. Plays davon oder sowas, ne? Ja, voll verständlich. So, mein nächstes Lieblingsgenre, und ich habe gar nicht gewusst, dass das mit dazugehört, bis ich die ganzen Titel vor Augen hatte und gemerkt habe, in was für ein Genre die eigentlich hauptsächlich gehören. Und das ist Survival Horror. Ah ja, okay. Resident Evil. Dead by Daylight Super. ist aber halt ein Online-Spiel, ne? Ja, das kenne ich. Da habe ich auch schon Ja. ganz viel von geschaut. Also die Crew rund um Hand of Blood hat das sehr viel gespielt. Stimmt, ja. Und da habe ich alle Folgen geguckt. Also das mag ich auch sehr gern, ja. Das macht auch super viel Spaß. Und es gibt keinen Voice-Chat, also ist schon mal ein Plus. Dann habe ich Until Dawn schon mal gespielt oder kennst du? Ja. Ich habe das durchgespielt. Ja, schau an. Genau, also sehr, sehr klischeehaftes Horrorspiel, also mit Survival-Elementen. Und ja, ich habe das mal in einer Nacht durchgespielt. Ich war da in einem, Echt? Am Stück? ja, ich habe das durchgespielt. Ich Wow. weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ich war in so einem Gaming-Club in München und da saßen halt neben mir lauter Leute und wir haben alle nur stundenlang gezockt. Und da war Until Dawn dabei. Ja, und habe ich dann tatsächlich Albträume davon danach bekommen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so gruselig ist. Also kann man auch Leuten empfehlen, die jetzt, ja, ein bisschen da Hemmungen haben, sowas auszuprobieren. Ja, vor allem wenn es dann nachher um die Auflösung geht und so weiter, ne? Also gerade zur ersten Hälfte. Aber also du wirst ja aber auch ständig verfolgt und bist ständig so in Panik. Also ich Ja. kann mir schon vorstellen, dass das auch einen in die Träume mit reingeht. Auch ich sag mal, wenn jetzt vielleicht die Kreaturen nicht so schlimm sind, mit denen man es da zu tun hat. Ah, das ist auch wirklich gut. Das ist schön trashig. Ja, total. Es macht aber auch viel Spaß und ist irgendwie, also teilweise hast du wirklich Charaktere, die du hasst und welche, die du dann richtig Ja. gut findest. Und es ist halt, ja, wie so ein blöder Slasher-Teenie-Horrorfilm, ne? Genau, es ist genauso wie so ein Freitag der 13., nur Ja, irgendwie ja. als Spiel. Vielleicht kann ich die Anekdote hier noch gut einfügen. Und zwar Gern. habe ich, seit ich zocke, wenn es in meinen Träumen zu Albträumen kommt, habe ich ganz oft in meinem Traum, kann ich dann auf Pause drücken. Wie bei einem Echt? Computerspiel. Das hat sich in meinem Wow. Gehirn so verfestigt, das ist total crazy irgendwie. Und dann kann ich in dem Traum auf Pause drücken und das Spiel beenden und sowas. Immer wieder passiert Das mir ist ja das. super praktisch, Das ist ja. so praktisch. Also oder ich spiele einfach zu viel und mein Gehirn ist geschädigt dadurch langsam. Eins davon. Leute, die sich noch an die Traumfolge zurückerinnern können. Tamato ist ja auch so ein absoluter Gaming-Crack. Und auch seine ganze Freizeitbeschäftigung und alles Mögliche dreht sich auch nur um Videospiele. Selbst Oh. er ist an einer Schule für so Spieleprogrammierung. Ah Da ja. ist er jetzt zur Ja. Zeit, ne? Und seine ganzen Albträume gingen auch wirklich, oder seine ganzen Träume generell haben auch nur irgendwas mit Videospielen zu tun und so. Und Albträume waren dann irgendwie so gelagert, dass dann irgendwie sein PC kaputt geht oder sein Zimmer abbrennt, Ja. wo die Technik drin steht Ja. und sowas. Das ist total interessant eigentlich, was das mit dem Kopf macht. Und dann habe ich noch aber diesen Titel, den habe ich aber in mehreren Genres und das ist Bioshock und das ist auch mein All-Time-Favorite. Eigentlich von allen, also Platz 1 bei mir. Kann ich gut verstehen, ja. Alan Wake,
Smith kennst? Wir haben, glaube ich, sehr viele Gemeinsamkeiten, merke ich gerade, weil Ach. fast alle Spiele, die du hier gerade aufzählst, liebe ich auch total. Ja, Alan Wake ist auch Oh, super. schön. Ach, oh, schön. Ja, der Teil, der kam ja vor, ich glaube, Alan Wake kommt doch vor 10 Jahren oder so raus. Und jetzt kommt doch bald Ja, der zweite, wird doch genau. jetzt angekündigt. So, dann rushe ich noch kurz. Ich habe nur noch zwei Titel. Ja. Einmal The Forest. Ja, kenne ich auch. Ich weiß gar nicht, ob man den alleine spielen kann. Das wäre jetzt eine gute Frage. Ich habe ihn auf jeden Fall mit meinem Freund zusammen gespielt und wir hatten den Spaß unseres Lebens. Couch-Koop funktioniert da, glaube ich, nicht. Das ist, denke ich, so ein Online-Multiplayer-Spiel, ja, wo du dich halt vor so Kannibalen flüchten musst und sein eigenes Lager errichten musst. Also wirklich richtiger Survival. Und The Last of Us 2 habe ich jetzt auch noch in Survival-Horror mit rein. Das habe ich tatsächlich auch noch vor mir. Also das ist zu Ah, einer Zeit okay. erschienen, wo so viel rauskam und ich teilweise auch in irgendwelchen ganz langen Spielen drin war. Gerade wenn man, ich sag mal, Rollenspiel-Fan ist, dann hast du ja wirklich auch teilweise Spiele, die super lang gehen. Ich glaube, in Persona 5 habe ich 120 Spielstunden nachher gehabt oder irgendwie sowas. Zum Beispiel so ein Uncharted. Uncharted 2 habe ich, das ist glaube ich auch das erste oder das einzige Spiel, was ich auch mal wirklich an einem Stück durchgespielt habe, so wie du mit Until Dawn. Da war ich aber auch morgens angefangen und abends war ich dann fertig. Also es war auch geil. Aber was ich hier auf jeden Fall auch noch merke, ist, dass man allein zu jedem Genre noch mal eine eigene Folge machen kann. Weil mir auch schon wieder so Oh viele ja. Titel einfallen, gerade also zu den einzelnen Sachen. Allein wenn man jetzt diese ganzen Quantic Dream Sachen wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls, Detroit Ach, Become Human die und habe ich auch so. alle drei drin. Ja, siehst du. Ja, guck mal, da sind wir ja tatsächlich gar nicht so weit auseinander. Schön. Voll schön. Hattest du noch was? Oder ich meine, wir kommen ja eh noch bei den Konsolen und so Ja, nee, zu genug das Spielen. war es jetzt erstmal auf jeden Fall bei Survival Horror. Gut, dann habe ich jetzt als nächstes die Point-and-Click-Adventures. Oh, okay. Das wäre bei mir zum Beispiel sowas wie Day of the Tentacle, Friend Bo, Little Miss Fortune und die neuen Larry-Teile. Aber noch ganz viele andere. Also das ist tatsächlich auch ein Genre, wo ich ja ganze Listen führen kann mit Sachen. Also da hast du da irgendwie Berührung mit? Ich habe ein Point-and-Click-Adventure, das ich sehr gern gespielt habe, von dem mir jetzt gerade der Name nicht mehr einfällt und wozu es auch eine sehr interessante Geschichte mit dem Darknet gibt. Oha, okay. Das klingt ja wild. Ja, es ist sehr wild. Jetzt muss ich mir kurz den Namen. Ich habe ihn, er liegt mir auf der Zunge. Der erste Teil heißt auf jeden Fall Edna bricht aus. Und der zweite heißt Harveys neue Augen. Harveys Genau. neue Augen, so jetzt sind wir im Geschäft. Kenne ich auch. Also Edna bricht aus, habe ich sehr viel gespielt auch, ja. Ah ja. Das mag ich auch gerne. Harveys neue Augen, den Namen habe ich gesucht. Und da habe ich damals, da war ich 13, glaube ich, und wollte unbedingt dieses Spiel spielen, weil ich habe sehr, sehr früh immer Let's Plays geguckt auf YouTube und habe da eben auch das Let's Play von Gronkh gesehen zu Harveys neue Yo, Augen. yo. Ja, und dann wollte ich das spielen, aber ich weiß nicht warum. Ich habe nicht gefragt, ob ich's bekommen kann oder so. Auf jeden Fall habe ich mich dann erst so in so YouTube-Tutorials begeben, wie man denn aus dem Darknet Spiele downloadet. Und habe Browser runtergeladen und habe das Ach dann du schließlich Scheiß. geschafft, runterzuladen mit 13 und habe es dann gespielt. Vor allem aus dem Darknet, wie absurd der Es ist Gedankengang so ist. absurd, aber ich wusste ja damals, ich habe ja noch gar nicht begriffen, was das alles ist. Ich dachte nur, Ja. ah, ich will dieses Spiel. Und auf jeden Fall ist dann ein halbes Jahr später ein Krass. Brief reingeflattert. Nee. Doch. An meinen Stiefvater adressiert, weil es natürlich seine IP ist. Ja. Mit, ach, wie viel waren das? Bestimmt 5000 Euro oder mehr, What? die sie wollten, weil ich dieses Spiel gedownloadet habe. Aber ich war noch 13, also noch nicht strafmündig. Ja, was die natürlich nicht wussten, ne? Ja, Das klar. wussten die noch nicht genau. Die haben das gesagt, ja, Ja. meine Tochter hat das gemacht. Und ja, meine Tochter war im Darknet und hat das runtergeladen. Okay, ja, das ist noch so eine kleine Geschichte. Ich bin sehr stolz auf sie, ja. Aber ich Oh habe je. alles schon getan, um an die Spiele zu kommen. Also die Leidenschaft war schon da. Ja, also deine Hobbys verleiten dich auf jeden Fall zu einer gewissen kriminellen Energie, wenn man an die letzte Folge Aber echt zurückdenkt, wie du immer irgendwie, an ne? deine One Piece Animes gekommen bist. Ja, das ist irgendwie ganz wild. Ich weiß auch nicht. Naja. Wahrscheinlich hättest du bei Google einfach nur Harveys neue Augen Free Download eingeben müssen. Das hätte schon Wahrscheinlich. gereicht. Aber ich bin den steinigen Weg gegangen. Ja, sehr stark. Wow, okay. Ich hatte noch nie was mit dem Darknet zu tun. Aber ich weiß, dass man da auch speziellen Browser für braucht. Das so viel Ja. habe ich zumindest auch schon gehört, ja. Ja, Mensch. Hast du noch ein Genre für uns, oder? Ich habe noch ein Genre. Und zwar habe ich da Ego-Shooter. Und das musste ich mit reinnehmen, weil da ja halt ein Spiel dabei ist, von dem ich seit
6 Jahren nicht mehr loskomme eigentlich und immer wieder anspiele. Und das ist Overwatch. Dann habe ich noch Call of Duty drin. Da habe ich halt auch 2 Teile gespielt, hat mich aber nicht so gecatcht. Habe ich eine Zeit lang mal versucht, aber naja, war jetzt doch nicht so meins. Bioshock hatte ich schon erwähnt, das zähle ich da mal auch in die Sparte. Da kommen wir auch noch mal zu. Da kommen wir nochmal zu. The Darkness. Oh, The Darkness. Ja, habe ich auch als kleines Kind gespielt. Oh Das mein ist wow, okay. Ist das nicht, du bist irgendwie ein Mafiosi mit so übernatürlichen Kräften und Ja, du sowas? hast so 2 Schlangen da an der Seite. Also die sind, Ja, ja. so dämonische Kräfte hast du, ne? Das hast du als Kind gespielt, ach du Ja, oh mein Scheiße. Gott. Man wird ja auch in einem Teil irgendwie gekreuzigt und irgendwie sowas, ne? Ja, du reißt die ganze Zeit die Menschen auseinander mit diesen 2 Schlangen und Ja, das, krass. ja. Ach, dann hast du wahrscheinlich auch die unzensierte Version gespielt, ne? Ja, du bist sehr heftig drauf, ey. Ja, damals schon irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es hat mich wahrscheinlich fasziniert an das einfach so als Und danach Kind. erstmal eine schöne Runde Mortal Kombat und dann. Nee, das kam wirklich erst sehr viel später. Aber Dishonored war sehr früh auch. Ja. Far Cry habe ich noch drin, aber nur den dritten. Den mochte ich sehr gerne. Und Borderlands. Oh ja, das habe ich auch gespielt. Also Far Cry auch. Far Cry und Borderlands. Borderlands hat ja auch so eine geile Comic-Grafik. Also da habe ich den zweiten Teil ziemlich viel gespielt. Und bei Far Cry habe ich den. Ich glaube, es ist der fünfte, wo so eine Sekte so riesige Landstriche übernommen hat und du dich dann gegen dieses Sektenoberhaupt und seine Jünger dann durchsetzen musst, genau. Ah, okay, ja, die muss ich noch spielen. Das ist von der Atmo auf jeden Fall auch ganz cool. Oh, ja, okay. Hast du dann noch was da? Ich habe noch ein paar kleinere Sachen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengt. Dann sag ich noch jetzt mein letztes und dann kommst du noch mit ein paar kleineren Sachen um die Okay. Ecke. Dann habe ich jetzt zum Schluss, also lässt sich bestimmt auch noch irgendwas anderes finden, aber ich wollte es auch ein bisschen überschaubarer halten. Habe ich FMV-Spiele und zwar Full-Motion-Videospiele, die tatsächlich jetzt auch eher so eine Art Guilty Pleasure sind und die halt ein bisschen trashig auch daherkommen. Den großen Hype hatten die auf jeden Fall in den 90ern und auch seit einigen Jahren kommen auch immer wieder neue raus. Also da würde ich zum Beispiel nennen Gabriel Knight 2, wo du als amerikanischer Schriftsteller in Bayern bist und da einen Fall rund um Ludwig den Zweiten lösen musst. Ich sehe gerade die Bilder. Ja, es ist richtig geil. Ich hatte auch den Hauptcharakter, den Gabriel Knight, ganz, ganz lange als Avatar immer wieder gehabt. Also den könntest du vielleicht sogar schon mal irgendwo bei mir gesehen haben. Ja, safe. Den habe ich schon mal gesehen. Also das sieht ja aus. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Empfehlung von Rocket Beans, die haben das im Spiele mit Bart-Format gespielt und das ist einfach super geil, weil. Also sie haben es halt aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt und dann halt nochmal überall diesen bayerischen Akzent eingefügt und dann diese Hürden zwischen amerikanisch und bayerisch und so. Und das ist einfach nur super Also gut. dieser Greenscreen, ja, also es haut mich um. Ja, es ist halt schon sehr trashig, aber es ist halt auch super viel Charme und ist lustig und. Aus dieser Zeit gibt es halt eine ganze Menge Spiele, zum Beispiel auch Phantasmagoria 1 und 2, was halt mehr in so einen Horrorbereich geht. Der zweite Teil hat dann auch irgendwas mit BDSM zu tun und irgendwelchen Nachtclubs und so weiter. Auch super trashig. Ein Spiel, wo ich jetzt gerade wieder ein Let's Play von schaue, auch wieder von den Rocket Beans, weil die sehr viel FMV-Spiele gespielt haben, ist Contradiction, wo du in so einem kleinen Dorf auch so einen Mord nachgehen musst als Ermittler und. Sie funktionieren von der Art her eigentlich wie Point-and-Click-Adventure, nur halt, dass du ja richtig mit Schauspielern hier gearbeitet hast und Kulissen und so weiter. Also wenig animierte Sachen dabei sind. Das kommt natürlich auch mal vor, aber insgesamt halt eigentlich wie ein Film, den du selber spielst. Und das mag ich halt wirklich gern. Ja, interessant, da habe ich noch gar keine Berührungspunkte mit eigentlich, aber ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht auf jeden Fall. Das glaube ich. Das ist auch eher so ein Nischenthema, ja. Ja, ich glaube, einer der bekanntesten Titel aus diesem Genre ist Her Story, wo du ja auch so einen Mord verlösen musst und hast nur ganz viele zerstückelte Dateien von so einem Interview, was mit der Verdächtigen geführt wurde. Und dann musst du halt mit so eine Stichwortsuche machen und dann findest du dann halt immer mehr Schnipsel und löst dann so den Fall irgendwie. Ich werde aber auch irgendwann mal eine FMV-Folge machen, Oh, weil. interessant, die gucke ich mir an. Ja, ich muss halt noch jemanden finden, der auch Bock drauf hat. Ist das alles auf PC dann? Nicht alles, aber also es gibt auch einige sicherlich für Konsole, aber das meiste findet schon auf dem PC statt, ne? Gerade die alten Teile. Es gibt auch von den ganz alten Sachen welche für die Konsole, aber da ist halt diese Videoauflösung so unglaublich schlecht. Ja, Night Trap gab es zum Beispiel für einen Jaguar. Das war fast unspielbar damals. Ja, das wär's bei mir auf jeden Fall erstmal mit den Genres.
Und jetzt hattest du noch ein paar kleine Sachen für uns, hattest du schon geteased. Ich habe noch ein Mini-Genre, Battle Royale, mit dem ich eigentlich so nie was anfangen konnte. Für mich war Battle Royale immer sowas wie Fortnite, ne? So. Fortnite, genau, Fortnite, den Namen habe ich Ja. gesucht. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht. Also ich habe dann angefangen, ja, das habe ich dir schon öfter erzählt, Naraka zu spielen, Naraka Blade Point. Ist, Jo. glaube ich, ein chinesisches Spiel. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall schon reingeschaut, nachdem Ah du das ja. mal erzählt hast. Genau. Und da habe ich dann ein bisschen schon eine Liebe dazu entwickelt und so auch dieses, ja, gegeneinander antreten und das letzte Team überlebt und trägt dann den Sieg weg, also trägt den Sieg dann, wie sagt man das? Trägt den Sieg? Da davon. Trägt den Es Sieg was? trägt den Sieg davon. Davon. Genau, das letzte Team Sag's doch einfach trägt den nochmal. Sieg davon. Ja. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Findest du es gut, dass das letzte Team den Sieg davon Ja, trägt? dieses Kompetitive, das hat irgendwie Hm. doch schon was. Aber das findest du halt in Online-Spielen, ne? Sehr, was jetzt nicht so deine Ja. Sparte ist. Ja, ich gucke halt mal Let's Plays davon. Also ich bin jetzt Ja. nicht komplett raus aus dem ganzen Online-Ding, nur selber spiele ich es halt nicht. Oder nur ganz selten mal. Third-Person-Shooter habe ich noch. Da werden jetzt, bei den meisten wird da jetzt sofort sowas kommen wie. Also, dass mir die Namen heute nicht einfallen. GTA! GTA! Ja, das Ding ist, ich habe ja GTA nie gespielt. Man denkt ja bei Third-Person-Shooter an GTA eigentlich. Ich denke da so direkt an Uncharted zum Beispiel oder Metal Gear Solid. Ja, bei mir ist es dann Mafia 2 und Mafia 3. Yo, Mafia 2 ist cool. Das ist super. Das hat Spaß gemacht, ja. Leider ist mir dann die Xbox abgerauscht, auf der ich das gespielt Oh habe. Also ich habe nein. so zur Hälfte ungefähr gespielt, aber es war gut. Dafür habe ich den ersten recht viel gespielt. Also den habe ich auch durchgespielt damals. Auf dem PC noch. Okay. Mensch. Old school. Richtig oldschool. Ich komme halt aus den 80ern, geburtstechnisch, Ja, aber. das wird auch wieder ein Thema, denke ich. Auf jeden Fall. Mit Ja, den Konsolen ja. auch vor allem. Also. Aber dann würde ich fast sagen, dass wir vielleicht schon zu den ersten Berührungen rübergehen, weil da haben wir bestimmt auch noch viel zu erzählen, oder? Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass das Genre-Thema schon so viel Platz einnimmt. Jesus. Yeses. Gut, dann gehen wir mal unsere ganze Gaming-Historie rein. Jetzt haben wir euch ja erstmal schon mal so ein bisschen vorgestellt, aus welchem Material sind wir da geschnitzt. Und jetzt gehen wir mal historisch so nach und nach, dröseln wir mal alles auf. Magst du mal erzählen, was so deine ersten, ja überhaupt Erinnerungen an Videospiele sind? Was so die ersten Titel sind, die dir so ins junge Leben geploppt sind? Ja, das war sehr schwierig für mich irgendwie zu filtern, was jetzt genau am Anfang kam. Also es ist so eine Mischung aus allem. Es ist eine Mischung aus, ich klaue Papas Laptop und gehe auf Spieleaffe. Was? Was wo ich ein Kind war, ja, Spieleaffe. Und da werden, glaube ich, viele aus meiner Generation, also wann würden das dann gewesen sein? Vielleicht so 2005 war das so eine Plattform, wo verschiedene Minispiele, also auch MMORPGs oder auch irgendwelche Puzzlespiele. So Flash-Games wahrscheinlich, ne? Alles, ja, also wirklich alles Ja. durch. Kostenlos online spielen auf dieser Seite. Und da habe ich mich also jeden Tag bis in die Nacht drin aufgehalten und habe da alles Mögliche gespielt. Auch mit meiner Freundin zusammen. Da gibt es auch so ein kleines berühmtes Spiel, das heißt irgendwie Fire and Water. Da spielst du so kleine Männchen und es ist auch so wie so ein Couch-Koop. Und ja, das waren irgendwie so die ersten Berührungen mit so Spielen, wo ich schon immer total fasziniert war. Und dann kam später, hat mir dann meine Mutter PC-Spiele gekauft, auf so einem ja ganz alten PC, wie es ihn halt früher gab. Das Bild mini klein, aber es hat super viel Spaß gemacht. Und da waren dann so Titel wie die Hexenakademie, Löwenzahnspiele, habe ich sehr Oh viele ja, gehabt. die kenne ich Ach, die auch, kennst ja. du auch, toll. Wo ich immer noch ein paar Sachen, also so Facts weiß daraus, die, ja, die mir irgendwie im Kopf geblieben sind. Also, ja, für die Bildung vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Und das Geisterschloss, wenn dir das vielleicht was sagt. Nee, ich kann mich nur erinnern, damals sowas ähnliches, Mäusejagd im Grand Hotel. Was sagt ihr da? Das war auch Ja. so ein. Du kennst das? Ja, wie Ja. krass. Ich habe letztens erst noch mal wieder ein Video dazu geschaut und habe das wirklich das erste Mal seit meiner frühesten Kindheit. Da kriege ich aber jetzt Flashbacks. Gleich mal Ja, googeln. was? Also stimmt. Das habe ich aber voll ausgeblendet. Ja, mir ist es auch erst vor einem halben Jahr erst wieder eingefallen oder so. Vielleicht hat meine Mutter auch erzählt, dass es das damals gab oder mein Vater oder so.
Irgendwie bin ich wieder drauf gestoßen. Ja, solche Spiele hat man damals gespielt. Es Genau, ging mir aber ja. tatsächlich recht ähnlich. Ach ja, cool. Ja, ich dachte, vielleicht da sind wir sehr unterschiedlich, weil es ja doch, ich meine, Anfang der 2000er bei dir vielleicht doch schon früher dann gestartet hat. Bei mir gehen wir halt in die frühen 90er rein. Aber das sind ja teilweise auch Spiele aus dieser Ära. Also das ist ja irgendwie, vermischt sich das ja dann auch. Bei mir war das ja sowieso alles immer ein bisschen spät und spärlich, was Videospiele anging. Also die richtige Konsole hat man, glaube ich, erst so mit 10 gekriegt oder 11, Ja. wo meine Freunde alle schon, ja, seitdem sie ganz klein waren, schon mit irgendwie mit dem Super Nintendo oder SNES aufgewachsen sind. Ja, dann würde mich interessieren, wie das bei dir dann, also bei ein bisschen älteren Generationen, jetzt sage ich mal, jetzt natürlich nicht so alt, aber wie das bei dir ausgesehen hat eigentlich dann Wir mit den sind Spielen. doch auch nur so nur 10 Jahre auseinander, also das ist ja auch nicht so krass. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich technisch und so spielemäßig eigentlich viel passiert wahrscheinlich dann in der Zeit. Ja, klar, auf jeden Fall. Also die ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann, sind auf jeden Fall auch auf dem Computer von meinem Vater gewesen. Das war sowas wie das vorhin schon genannte Day of the Tentacle, das so ein ganz altes LucasArts Point-and-Click-Spiel war mit super viel Humor und so. Also hatte direkt schon einen sehr guten Start eigentlich gehabt. Dann sowas wie Lost Vikings, wo du so 2D, so eine Gruppe von Wikinger durch so Raumschiffe und irgendwelche Planeten steuern musst und die retten musst. Und das erste Konsolenspiel, an das ich mich erinnern kann, ist Sonic gewesen. Das allererste Sonic auf dem Sega Mega Drive. Ach ja, klar, Son. Ach Gott, ja. Das habe ich voll vergessen. Ja, klar, Ja. das ist halt alles Kram in der Vergangenheit und da fällt einem nur die Hälfte ein, wenn überhaupt. Ja, und halt viel solche Sachen wie erste Nintendo-Konsole, Super Nintendo, bisschen PlayStation auch, aber tatsächlich nicht so viel. Dann bei Freunden später auch und natürlich auch Sachen auf dem PC. Da war ich zum Beispiel ganz oft beim Aaron damals, den er ja auch schon aus der einen oder anderen älteren Folge kennt. Bei dem habe ich zum Beispiel auch ganz, ganz viel am PC mitbekommen. Was meinen Geschmack, glaube ich, auch nachhaltig beeinflusst hat, denke ich mal. Ah, okay. Ja, es gab irgendwie immer dieses eine Kind, das du kanntest, und das hatte jede Konsole der Welt daheim. Das war bei mir auch meine Nachbarin und beste Freundin damals. Die hatte auch irgendwie alles, was man haben konnte. Ja, heutzutage bin ich das. Ah, ja, schau an. Hast dich Ich bin auch geupgradet. der eine Freund, der so alle Konsolen hat. Gut, PS5 habe ich noch nicht, aber ansonsten ist das Angebot recht breit gefächert, ja. Ja. Ja, wollen wir dann mal gar nicht lange fackeln und direkt uns mal auf den Konsolen-PC-Werdegang stürzen? Ja. Oder hattest du noch was zu erste Spiele? Ach nee, eigentlich, Ach nee. das kann ich noch mit reinwerfen Ja, dann. es kommt sowieso mit rein. Ja, Habe ich bei mir auch, ja. genau. Ja, was war denn so die erste Konsole, die du hattest? Konsole, so, was zählt da Ja. jetzt rein? Handhelds zählen da auch mit rein. Genau, Gameboy hatte ich. Ah ja. Was hatte ich zum Beispiel nie? Ach, du hattest kein Game, okay. Der Game Boy Advance hatte mein Bruder früher. Mit dem habe ich immer viel Herr der Ringe gespielt, das weiß ich noch. Also bei mir war das wirklich so ein kleiner blauer Kasten. Also dieses Tetris war schon da irgendwie drin. Und dann habe ich das überall mit hingenommen und habe dann Tetris da gespielt. Also ja, war jetzt eigentlich nicht so der Wahnsinn. Ich hatte da jetzt auch nicht irgendwie mehrere Spiele oder so. Deswegen glaube ich, war das entweder so ein Fake Game Boy oder so eine ganz frühere Version. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Da bin ich vielleicht so 6, 7 gewesen oder so, höchstens. Ja, es gab ja auch, also das habe ich dann auch mal in anderen Podcasts gehört oder auch teilweise von Freunden, die dann im Ausland waren, zum Beispiel in Russland oder Polen oder so, Ja. und haben dann irgendwelche gecrackten Superkonsolen mitgebracht, wo dann alle möglichen absurden Spiele drauf Ja, waren. das war ganz verbreitet, Ja, ja. ich hatte sowas nie. Also ich hatte nur mal für den Dreamcast, zu dem wir auch noch kommen werden, hatte ich mal eine CD gehabt, wo alle möglichen Super Nintendo-Spiele drauf waren. Das weiß ich noch. Okay. Dann habe ich auf dem Dreamcast die ganze Zeit Super Nintendo-Spiele Ach gespielt. ja. Das war richtig cool. Ja, und also solche Sachen wie Tamagotchi, die hat man dann auch als Kind bekommen. Und ich denke, irgendwie hat es dann schon so mit einer Faszination zu tun, mit diesen kleinen Konsolen. Also ich kannte jetzt nicht viele in meinem Alter damals, die dann auch Tamagotchi hatten. Vielleicht ist es bei dir anders. Aber bei mir war das ein richtiger Bei dir Hype war auf das der ein Schule Hype. Ja, schau gewesen. an. Also ich selber hatte auch keinen, weil ich glaube, ich einfach kein Geld hatte. Da können wir auch gerne nochmal kurz drüber reden. Das hatten wir in der Vorbesprechung auch schon festgestellt, dass du eins dieser Kinder oder Jugendlichen warst, die schon ganz früh Zeitung ausgetragen haben und alle möglichen Minijobs. Und ich habe irgendwie einfach nur in meinem Zimmer rumgegammelt und Du irgendwie. hast genommen, was du bekommen hast, ne? Das führt mich tatsächlich auch direkt zu meiner ersten Konsole, Mhm.
Und zwar war das dann auch Nintendo 64 im Jahr 1997. Wir hatten die sogar schon vorbestellt damals. Und die Leute, die die Nintendo 64-Folge kennen, die kennen die Story jetzt eh schon, die können kurz skippen. Da kam schon das Mario-Spiel an, also das Mario 64 damals, und lag schon ganz lange bei uns wochenlang im Wohnzimmer rum. Aber die Konsole war noch nicht da, die war irgendwie noch Also ihr wart unterwegs. solche Fans auch irgendwie in der Familie, dass ihr das direkt schon vorbestellt habt und das Spiel schon bestellt hattet und so. Ja, wir Kinder waren Ihr Fans. Kinder. Ich weiß gar nicht, warum meine Eltern da mitgemacht haben. Die wollten uns wahrscheinlich eine Freude Ja, machen. toll. Ja, das klingt aber gut eigentlich. Da war ich tatsächlich auch der Erste in der Klasse, der die Konsole hatte. Und ich kann mich noch erinnern, da saßen so ganz, ganz viele Kinder, teilweise auch welche, die ich gar nicht kannte, in meinem Wohnzimmer, irgendwie so mit 10 Leuten oder so. Und da haben dann irgendwie so Blast Corps und Wave Race und all solche Sachen gespielt. Hast du irgendwelche Berührungen mit der Konsole? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Meine Ei. erste richtige Konsole war eine PlayStation 2. Ah, okay, ja. Da machen sich dann doch die 10 Jahre Auf bemerkbar. jeden Fall. Die war damals, ich glaube auch, dass sie dann neu rausgekommen ist, oder ich bin mir nicht sicher, oder vielleicht schon ein bisschen älter war. Auf jeden Fall konnten wir uns die leisten und dann wollte ich die unbedingt haben, weil meine Nachbarin die auch hatte. Genau. Ich schau mal kurz, wann die rausgekommen ist. Ja, ich weiß auf jeden Fall noch, dass die damals super teuer war, weil ja auch damals so, oh, da ist ein DVD-Player mit eingebaut. Und Ah, das war zu ja. einer gewissen Zeit, war das der heiße Ach, Scheiß. 2000, Und ja, 2000 ist sie rausgekommen. da war die Ära von Nintendo 64 fast schon wieder vorbei. Also ich glaube 2001 oder so, da hörte das dann auf. Aber ich werde auch gar nicht so viel jetzt mehr zu der Konsole sagen. Da haben der Aaron und ich auf jeden Fall auch schon eine Folge zugemacht. Die liegt schon wieder ein bisschen zurück, aber die ist trotzdem ziemlich gut gewesen, wo wir auch über unsere ganzen Lieblingsspiele aus der Zeit reden. Und ja, hört da doch gerne mal rein. Die Spiele, die mich da am meisten beeindruckt haben, war auf jeden Fall Mario 64, weil das war einfach der erste Titel. Zelda, absolute Offenbarung damals gewesen, das Ocarina of Time-Spiel. Dann die Rare-Shooter wie GoldenEye und Perfect Dark und Jump'n'Run, 3D-Jump'n'Run, wieder Banjo-Tooie und Banjo-Kazooie waren für mich auch ganz große Dinger. Aber wie gesagt, es gibt schon eine ganze Folge zu dem Thema. Ich muss jetzt nicht mehr so ausschweifend werden. Nee, voll Kommen wir zu interessant. PS2. Die habe ich erst mit Anfang 20 auch mir erst zugelegt. Die habe ich sehr spät mir Oh, erst geholt. mit Anfang 20. Ja, ich war ganz lange im Nintendo-Lager. Ach. Für mich war der Rest immer so, nee, ich bin Nintendo-Boy Ich und. bin Nintendo Boy. Das waren so diese dummen Streitereien auf dem Schulhof damals. War man jetzt Lager Nintendo oder Ach, PlayStation und und das hat sich ja dann. später auf PlayStation und Xbox dann verlagert. Ja, Nintendo mag ich ja nach wie vor auch noch, aber mittlerweile kommen die meisten Spiele, die mich interessieren, halt eher auf den PlayStation-Konsolen dann raus. Ja, also vor der PlayStation hatte ich auch ein Nintendo, den Nintendo DS Lite. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein bisschen was sagen kann, möchte. Ja, welche Spiele waren denn da so? Da habe ich das Problem, dass ich mich da sehr schlecht dran erinnern kann, welche Spiele ich da genau gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich mir ständig Spiele ausgeliehen habe von irgendwelchen Personen und sie auch gefühlt nicht mehr zurückgegeben habe. Da war dann halt Mario Kart dabei, vor allem Super Mario Bros., Animal Crossing und da sind wir in dieser Sparte, wo ich glaube, dass sich da das Lager teilt zwischen Frauen und Männern. Und irgendwie Ui. ich von den Jungen dann immer höre, ja, wir haben alle Pokémon gespielt und ich bin da wirklich sehr girly unterwegs gewesen mit Animal Crossing, mit Nintendogs, mit die Sims 2 gestrandet. Kim Possible hatte ich auch ein Spiel für Nintendo. Und so ein bisschen, ja, in diese Sparte. Es gab auch mein Germany's Next Topmodel-Spiel, das ich hatte. Also ja, darüber, das schweigen wir tot. Legen wir den Mantel des Schweigens, ja. Da legen wir den Mantel des Schweigens drüber. Aber ich weiß nicht, hattest du so ein Nintendo DS? Sowas? Richtig? Oder? Nee, Na? ich war immer schon so der Big Screen Player. Ah. Das bin ich auch heute noch. Also ich mag das immer gerne auf einem überschaubar guten Bildschirm. Ja, mein Bruder hatte ja den Game Boy Advance gehabt und da habe ich ein bisschen mal drauf gespielt, aber das hat mich auch nicht lange wirklich begeistern können. Weil ich mag das tatsächlich, wenn das groß ist und grafisch schön anzuschauen und Ah, so. okay, naja. Deswegen, nee, ich habe das immer nur bei anderen Ach mitbekommen. so, ja, ich habe das Gefühl, wenn du halt nur diesen kleinen Bildschirm hast dann und das nur gewohnt bist, dann vermisst du es halt auch nicht. Aber wenn du dann erstmal auf einer, weiß nicht, auf einer Switch oder so spielst, dann gewöhnst du dich da wahrscheinlich auch dran an das große Bild. Ja. Ich fand auch immer, dass man bei einem Gameboy, also ich bin ja damals auch aufgewachsen in dieser Gameboy-Ära, dass du da einfach so wenig Möglichkeiten hast, was die Steuerung angeht, die Übersicht, die Grafik. Also ich fand Gameboy immer schon ein bisschen doof,
Tut mir leid, Leute. Ich kann natürlich die Faszination schon irgendwie verstehen, aber es war immer, ja, dann hast du halt das Super Nintendo oder die weiterführenden Konsolen dann vor Augen. Und das alles, Game Boy war immer alles so runtergedampft, so auf das möglichst Kleinste reduziert. Das ist natürlich heute mit der ganzen 3DS-Ära und wie die neuen ganzen Geschichten Oh heißen, ich weiß ja. gar nicht mehr, was da jetzt aktuell der Stand ist. Da hast du ja auch schon 3D-Titel und alles Mögliche. Das ist natürlich schon mal nochmal ein ganz anderes Kaliber. Oh, fällt mir ein, ich hätte mal die PSP Ach, du hattest eine tatsächlich die. PSP. Ah, schön. Die wollte ich immer. Ja, aber jetzt kommt's, ich habe die halt gebraucht gekauft und ich habe sie nur als MP3-Player benutzt die Oh mein ganze Gott, Zeit. ey, ich kann das so relaten. Ach. Ich bin nur mit diesem riesigen Teil der Tasche Ja. rumgelaufen und habe. Irgendwann fiel dann auch die Videofunktion aus. Ich hatte dann auch teilweise noch so Videos drauf. Dann habe ich irgendwie Shin-Chan oder sowas dann da drauf geschaut und so. Das war auch noch bevor ich mein tolles Smartphone jetzt habe. Ich war ja ganz lange, hatte ich ja nur so uralt Handys gehabt, ne? Und habe erst seit, ja, seit 3 Jahren oder so habe ich jetzt tatsächlich auch ein Android dann mal. Also, dass man seine Konsole oder so missbraucht als MP3-Player, das hatte ich auch die ganze Zeit auf Nintendo DS. Ich habe dann irgendwas aufgenommen, Musik, bin dann im Bus, in meinen Schulbus und habe das dann da abgespielt laut. Ja, also. Ach, das ging auch. Du Ja. konntest auch Tracks darauf übertragen. Ah, Also okay. aufnehmen quasi. Der hatte ja, das war der DS Lite und der hatte ja eine Kamera und Ja. ein Mikrofon und alles drin. Und da konntest du dann in so einer, ja, in so einer Unterkategorie konntest du halt Sachen aufnehmen und dann habe ich halt Lieder aufgenommen. Aber irgendwie nur so mit 30 Sekunden konntest du da aufnehmen. Also es war, ja. Genau, dann erzähle ich ganz, ganz kurz noch, bevor ich zum GameCube komme, erzähle ich ganz, ganz kurz noch von meinem ersten PC. Ah. Genau, mein Vater hat sich einen neuen geholt und dann habe ich den alten bekommen. Und da war mein erstes Spiel tatsächlich, mein allererstes PC-Spiel war Age of Empires 2. Und da ist meine große, oh, das habe ich komplett vergessen bei den Genres am Anfang, merke ich. Ja. Obwohl, nee, ich habe es hier stehen, aber ich habe es nicht vorgelesen. Das gibt's ja nicht. Ich habe einfach den zweiten Punkt übersprungen. Schande. Okay, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz wiederholen, aber es wird sowieso noch mal des Öfteren hier vorkommen. Und zwar Strategie- und Taktikspiele, also gerade Echtzeitstrategiespiele, sind einer meiner absoluten Lieblingsgenres, die ich auch jetzt gerade aktuell heutzutage auch ganz, ganz viel spiele. Und da war mein erstes Spiel tatsächlich Age of Empires 2. Ja, das habe ich so viele Stunden gespielt, das gibt es ja nicht. Ungefähr. Boah, über viele Jahre halt, Uff. ne? Das kann ich gar nicht schätzen. Also immer wieder diese Kampagnen gespielt, teilweise auch nachher selber irgendwelche Karten gebaut und da dann irgendwelche Schlachten aus Herr der Ringe nachgestellt und all solche Sachen. Also wir reden ja halt auch wirklich noch auf meine Kindheit halt, Ja, ne? ja. Also da war ich noch ein kleiner Bub. Dann kam recht bald dann noch Cyberia 1, was auch so ein Point-and-Click-Spiel war, sehr, sehr atmosphärisch und düster, was mir auch unglaublich gut gefallen hat und was auch diese Tür für dieses Genre dann auch aufgestoßen hat. Dann habe ich beim Aaron ganz viel immer Jagged Alliance mir angeschaut, also den zweiten Teil, was so ein Söldner-Taktikspiel war, so rundenbasiert auch. Super geil. Also hat richtig viel Spaß gemacht, hat ganz viel Spieltiefe und so. Dann kam noch sowas wie Battle Realms, was ich ewig viel gespielt habe. Also das, meine Güte, habe ich das viel gespielt damals. Und sowas wie Stronghold und so kam dann auch noch. Sicherlich noch viele andere Sachen, aber das waren auf jeden Fall so die ersten Jahre im PC. Damals so gewesen für mich. Was mich noch interessieren würde, die Spiele, hast du die dann von deinem Vater bekommen? Hat der die zuerst gespielt oder hast du dir die gekauft oder wie bist du daran gekommen damals? Ah, das ist eine gute Frage. Also Age of Empires 2 lag bei dem PC tatsächlich schon mit dabei. Sich den halt gekauft und da gab's, da war irgendwie diese Spiele-CD als Bonus so dabei. Und Cyberia 1 hat mein Bruder mal zum Geburtstag bekommen und die anderen Sachen, das war damals auch noch ganz, ganz viel, um da kurz einen kleine Klammer aufzumachen. Man hat ganz viele so Videospielzeitschriften damals noch sich gekauft, weil da, es gab ja noch nicht YouTube oder irgendwie sowas, dass du dir die Spiele mal anschauen konntest. Oder ja, ich gehe mal kurz auf Google Bildersuche und gucke mir jetzt die ganzen Screenshots an und so. Das Ja. war in der Form noch nicht so da, sondern musstest dich halt irgendwie immer informieren. Und diesen Zeitschriften lagen auch öfter mal halt irgendwelche Spiele bei. Also so habe ich zum Beispiel Battle Realms oder die Demo von Stronghold. Stimmt. Da waren manchmal in den Zeitschriften so, ja, da kann ich mich auch noch erinnern. Ja, es gibt's auch heute noch, aber das ist aussterbendes Medium mittlerweile so. Und da ich so viele Konsolen habe, mache ich mal gleich mit der nächsten Ja, weiter. gerne. Dann war der GameCube dran nach der Nintendo 64. Also wie gesagt, war ja damals absoluter Nintendo-Fan.
Und habe dann aber mit einem sehr, ja, Nintendo-untypischen Spiel gestartet. Oder generell habe ich da schon gemerkt, ich habe da doch eher den Hang so zu Third-Party-Spielen gehabt. Also ich hatte zum Beispiel Sonic Adventure 2 gehabt, was mir ganz viel Spaß gemacht hat. Das ist ja der zweite 3D-Sonic gewesen. Dann ich glaube, mein erstes Spiel überhaupt für die Konsole war Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, was man auch im Koop spielen konnte. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Oh, das klingt toll. Da hatten sie auch die Originalsprecher mit dabei gehabt, die Originalmusik, also die ganze Filmlizenz war dahinter. Und ich war sowieso gerade so sehr in meinem Herr der Ringe-Fan-Modus drin gewesen. Das ist ja nach wie vor auch mein Lieblingsfranchise. Und das Spiel war einfach ganz großartig. Also, ich habe letztens erst wieder irgendwie auch mal so Ausschnitte davon gesehen. Und das sieht heute auch immer noch toll aus irgendwie. Also, es hat eine gute Atmosphäre. Hat Charme gehabt, ne? Ja, und vor allem, du hattest wirklich die Originalsprecher aus dem Film dabei. Das war schon wirklich den Film nochmal so zum Nachspielen. Ja, dann hatte ich so einer der wenigen Rollenspiele für den GameCube, Skies of Arcadia, was es ja vorher für den Dreamcast gab. Hat mich auch total beeinflusst, was dieses ganze Genre angeht. Tales of Symphonia, auch ein ganz großes Rollenspiel für den GameCube, wo es ja, wie gesagt, nur recht wenige zu gab. Auch im Anime-Look total geil. Ist auch der Onja vom BLB-Kanal großer Fan der Reihe. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in der Super Nintendo-Folge. Da hat er sogar einen kleinen Einsprecher gemacht. Und ja, hier taucht dann auch natürlich wieder ein Zelda-Titel auf. Wind Waker, der sehr im Comic-Stil gehalten war, hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich weiß nicht, hattest du mal Berührung auch mit dem GameCube oder so gehabt? Oder du bist, glaube ich, generell nicht so wirklich Nee, überhaupt nicht. Nee. so Nintendo-Kiddy gewesen, ne? Nee. Außer die Wii halt. Ja, die hatte ich auch. Genau. Nee, aber so GameCube und so, das. Nee, ich glaube, wenn ich früher geboren wäre, würde ich sagen, dann vielleicht. Aber irgendwie war das auch nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten und ich glaube, ich kannte diese Konsolen damals gar nicht. Das ist halt auch noch mal eine andere Generation. Und ich meine, dafür habe ich dann halt auch nicht irgendwie die ganzen Konsolen aus den 80ern oder Anfang 90er oder so gehabt, ne? Oder sehr wenig Berührung damit gehabt. Ganz zum Schluss, da hatte ich ja auch schon mal davon gesprochen, als wir über Beat'em Ups geredet hatten, eben das Def Jam mit den ganzen Hip-Hop-Bands. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Schreib dir das mal auf. Das ist leider heutzutage schon oft vergriffen, aber man bekommt es sicherlich noch mal irgendwo. Ja, das hat einfach auch so eine Wuchtigkeit. Das ist alles in so kleinen Arenen. Du hast auch so einen Sprecher, der die ganze Zeit Ansagen macht, also der auch alles kommentiert, was man so macht. Und du kannst einen eigenen Charakter erstellen. Also ich habe dann zum Beispiel einfach Eminem Ah, erstellt. okay. So Leute, die man halt damals gehört hat oder irgendwelche eigenen Sachen und hat dann noch so eine Kampagne und dann kannst du den nachher auch deinen Charakter, den du selber über Stunden dann erstellt hast, kannst du dann auch gegen deine Freunde antreten lassen oder andere NPCs und das ist einfach. Ja, cool. Es hat super viel Spaß gemacht. So, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Ich habe mal alle Fenster aufgerissen, weil als ich die Folge begonnen habe, hat draußen irgendjemand Äste oder Bäume zersägt. Jetzt könnte ab und zu mal ein bisschen Wind zu hören sein oder Kindergeschrei, aber frische Luft brauche ich doch. Jeden Fall. So, ich glaube, den GameCube hatten wir durch, ne? Genau, GameCube. Und dann kam bei dir. Ja, dann hatte ich die Dreamcast. Die habe ich lange Zeit nur bei Freunden mitbekommen, bis ich sie mir dann irgendwann selber mal geholt habe. Die hat leider oft das Problem gehabt, dass die dann schnell kaputt gegangen ist und so. Das ist ja die letzte Konsole von Sega gewesen, ne? Das ist ja auch um die 2000-Wende irgendwann gewesen. Ich glaube 2002 oder 3, irgendwie so die Ecke kam die raus. Da waren auf jeden Fall so Titel, die mich super beeinflusst haben und die auch damals gerade dieser Teil hier die ganze Spiellandschaft enorm geprägt haben. Und zwar ist das Shenmue 1 gewesen, was so einer der ersten großen Open-World-Titel gewesen ist. Ja, du löst den Mordfall rund um deinen Vater. Gibt's mittlerweile auch ein Anime von, also werde ich auf jeden Fall auch in der nächsten Anime-Folge drüber sprechen, weil den habe ich jetzt auch schon komplett geguckt, die 13 Folgen, die es Ah, da gab. ich sehe auch auf den Bildern, es kommt ja aus dem asiatischen Bereich, nehme ich an. Und da sehe ich auch so ein bisschen Ja. Kampfszenen drin, ne? Genau, viel Martial Arts und ja, Philosophie und solche Sachen spielen da eine große Rolle. Das war auf jeden Fall so ein krasses Erlebnis, einfach das erste Spiel, was so gut aussah, mit solchen Texturen und auch so viele verschiedene Genres, die da zusammenkamen. Aber ich will mich ja kurz halten. Also Genau. über Shenmue werde ich bestimmt auch nochmal an anderer Stelle, also oder in einer anderen Folge mal mehr Ja, reden gerne. können. Dann gab es noch ein sehr cooles Beat'em Up, Power Stone, so ähnlich wie Smash Bros., dass du auch so mit so ganz vielen Leuten
gegeneinander gefightet hast, nur dass es hier halt auf so einer 3D-Arena war und du auch ganz viele verschiedene Waffen und sowas auch benutzen konntest. Und wenn du die drei Power Stones im Level eingesammelt hast, dann hast du dich verwandeln können in einen Superkämpfer und alle anderen platt Und das war gemacht. dann ein Online-Spiel? Also hast du mit anderen Leuten gespielt online oder war das dann eher so? Das war Couch-Koop, ja. Gut, dass du das ansprichst, weil Dreamcast war auch, glaube ich, die erste Konsole neben der PS2, die online-fähig hatte, die sogar so einen eigenen Browser auch drauf hatte und sowas. Und die war ein bisschen so vor ihrer Zeit. Also die war schon so ein Vorreiter und hat vieles neu reingebracht. War eine echt tolle Konsole. Leider ist die halt ziemlich untergegangen, weil ja, Sega sehr schlecht dafür Werbung gemacht hat. Also irgendwie, das war so komische Azi-Fazi-Werbung. In Deutschland wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen untergegangen, mehr vielleicht als jetzt in anderen Ländern. Das weiß ich aber jetzt gar nicht. Weil, wie gesagt, ich habe von diesen ganzen Konsolen, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt zwar auch erst 5, 6, aber ich habe da jetzt auch nie irgendwie, dass irgendjemand, den ich kannte, diese Konsole hatte, habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie ich da war, immer 10 Jahre draufrechnen, also war ich 15, Ja. 16. Und dann kommen wir jetzt noch zur letzten Konsole, bevor wir dann in die PS2-Ära einsteigen, wo wir beide, glaube ich, auch viel zu sagen können. Und zwar war das die erste Xbox-Konsole. Hat mir auch richtig gut gefallen. Auch die hatte das große Problem, dass sie dann gerade in der heutigen Zeit immer sehr schnell wieder kaputt gegangen ist. Also ich habe in meinem Keller, glaube ich, drei Xbox so übereinander stehen, diese riesigen. Das waren ja so richtig große Dinger. Ah, okay. Aber das wundert mich jetzt. Also für mich waren Konsolen immer was, was unzerstörbar war. Also da damals nicht. Nee, auch wenn wir noch zur Xbox 360 Ah. kommen und so, da habe ich auch zwei Geräte hier und da geht einfach gar nichts mehr. Also die haben leider keine lange Haltbarkeit gehabt. Also jedenfalls bei mir nicht. Und die haben auch immer ganz große Probleme gehabt mit der Lesbarkeit der CDs. Dann hast du nur die Hälfte deiner Spiele kannst du dann nur noch spielen und sowas. Also das war irgendwie immer sehr, sehr bitter. Ja, zum Glück gibt es ja mittlerweile Emulatoren oder auch teilweise irgendwelche Remakes für den PC und so. Da habe ich mich dann auch schon öfter mal bedient. Genau, da war auf jeden Fall der Nachfolger von Shenmue dabei, also Shenmue 2, der noch viel größer war. Man war jetzt in Hongkong und es war alles sehr cinematografisch mit großen Kämpfen und boah, es war gewaltig. Schaut euch den Anime dazu an, der ist wirklich super und führt das alles nochmal, diese ganze Story nochmal zusammen. Und auf dieser Konsole gab es mein Lieblingsspiel of all time, nämlich Jet Set Radio Future, wo ich in der Geheimtipp-Folge, wo das auch bei meinen Geheimtipps auf Platz 1 war. Aber da reden wir vielleicht an anderer Stelle Ja, nochmal können wir drüber. gerne machen. Genau, also hört gerne mal in die Geheimtipp-Folge Nummer 3 rein. Da rede ich auf jeden Fall über Jet Set Radio Future. Genau, dann kam noch SSX on Tour, der nächste SSX-Teil raus. Eben diese Snowboarder-Reihe, die auch sehr cool war, weil es hier jetzt noch schöner aussah, noch mehr Tempo und so weiter. Ja, ich denke mal, das waren erstmal so die Spiele aus der Ära. Ich habe jetzt auch ein bisschen aufs Gas getreten, extra für den Flow der Folge, damit wir jetzt endlich mal zu PS2 kommen können. Ja, my time to shine. Ja. Also vielleicht noch nicht ganz so doll, weil ich wirklich mich da auch sehr schlecht erinnern kann. Ich finde es voll schade, ich weiß auch nicht warum. Aber Oh no. ich habe gekramt und in meinen Erinnerungen waren, die PlayStation 2 hatte zuerst meine Nachbarin, wo ich schon erwähnt hatte, die sehr, sehr viele Konsolen hatte, auch Wii. Und bei der haben wir angefangen zuerst mit SingStar. Mit den ganz alten SingStar-Teilen hat uns total viel Spaß gemacht. Und sie war auch diese Person, die dann immer diese Sachen hatte, wie diese Mikrofone oder die Kamera, die es damals Ah, für die ja. PlayStation 2 ja schon gab. So eine Kamera. Die iToy, ne? Glaube Die ich, hieß die, iToy, oder? genau. Ja. Und da gab es dann halt auch dieses Spiel dazu, iToy, ja, wo du dich dann da vorgestellt hast und einen Riesenspaß als Kind hattest. Da gab es Ja, ich dann. kenne das auch alles, Ach, das ja. hast du Also auch auch gespielt. SingStar habe ich, Ah. SingStar Rock und sowas habe ich zum Beispiel auch gespielt. Oder irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, welche Teile das alle waren, aber war auch öfter mal in der Konsole, ja. Ja, da gab es halt einfach so viele Möglichkeiten mit der PlayStation 2. Es gab ja auch dieses, ich glaube, Guitar Hero hieß das doch, wo du so eine Gitarre dazu kaufen konntest und die krassesten Riffs dann gespielt hast. War das auch schon PS2? Ich War das nicht? dachte, das wäre PS, aber ich kann mich Es kann täuschen. sein, also aber ich glaube, es war eher PS3, aber ich kann mich auch irren. Also es kann auch sein, dass es das damals schon gab. Ja, das kann ich jetzt gar nicht bestätigen, so, das weiß ich nicht. Ich habe nur in den Ja. Erinnerungen das ganze Zubehör. Ich schau mal nebenbei nach. Ja, genau. Ja, iToy, also ich fand das total faszinierend, so, du kannst dich da
vor die Kamera stellen und dann erkennt es dich und dann kannst du so Fensterscheiben putzen und halt auch Ja. gegeneinander antreten in verschiedenen Spielen, im Boxen und so weiter. Ach, das war wirklich ganz, ganz toll mit diesem iToy als Kind. Und da haben wir auch stundenlang haben wir das gemacht, auch bei dem schönsten Wetter draußen. Ich war zwar auch viel draußen, aber ich war auch viel drin iToy spielen. Und ja, dann kam so. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das PlayStation 2 war. Ich glaube schon, Crash Bandicoot. Ja, das PlayStation 2 auf jeden Fall. Ja, also kurzer Einwurf von meiner Seite. Also Guitar Hero 1 und 2 gab es auch schon für die PS2. Ah, Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre alles später gekommen. Ja, umso krasser, ne, was die da alles mit der PlayStation Ja. 2 dann machen, was Ja, man da machen PlayStation konnte. 2 hat so ein riesen Angebot an Spielen. Ja. Das ist auch die zweitgrößte Videospielsammlung, die ich hier habe. Ist auch PS2-Spiele, habe ich auch ganz, ganz viel. Also ich habe mir die manchmal, konnte man in der Bücherei sich Spiele ausleihen. Und da habe ich mir damals auch Scooby-Doo-Spiel ausgeliehen Oh je. und ein Asterix und Obelix-Spiel, was auch super gut war damals für die PlayStation 2. Ja. Und wie ich mir damals die PlayStation 2 zum ersten Mal geholt habe, dann wollte ich gleich losstarten und wusste gar nicht, dass man eine Memory Card braucht, extra noch. Und konnte da nichts speichern. Und ich habe noch dieses Menü vor Augen, wo du dann bei der Memory Card so ein kleines Menü hattest, wo du diese Spiele speichern konntest, die Spielstände und so. Auch noch ganz Ja, und diese cool. Musik dazu und Ja, so, ne? Genau. genau. Ja, das ist genau das gleiche hatte ich beim Nintendo 64 auch. Da gab es auch, für manche Spiele gab es auch so eine Memory Card und das war, damals kannte man das einfach nicht. Das war irgendwie, klar, wenn man PlayStation 1, da gab es halt auch schon, aber Nintendo hatte sowas einfach nie vorher gehabt. Und da war, muss man für 30 Mark dann in irgendein blödes Spiel laden und sich das dann nochmal nachordern. Ja, genau, so extra dazu noch kaufen, Der Mutter nochmal 30 Mark aus den Rippen ja. leiern. Ja, furchtbar, was das alles gekostet hat. Ich weiß auch nicht. Wir haben uns das immer gegenseitig getauscht, die Spiele und so. Also da war sehr Oh viel ja, das war gedealt. bei uns auch so, ja. Ja. Viel auch mit besagtem Aaron. Da gingen auch sehr viele Spiele immer hin und her. Ansonsten ist in meinem Kopf verschwommene Erinnerungen an, also ich glaube, ein Kim Possible-Spiel hatte ich auch noch. Ich hatte halt sehr viele Kinderspiele. Also es war bei mir nicht wie bei dir, so ja, irgendwelche Strategie, Sachen, sondern es war wirklich sehr viel Kindliches dabei, was wir als Kinder hatten. Und da halt auch auf der Wii dann Animal Crossing auf der Wii und Wii Sports und noch ein paar kleinere Spiele, an die ich mich leider nicht mehr so wirklich erinnern kann. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich bei PlayStation 2 leider nicht mehr. Also vielleicht fällt mir jetzt im Laufe noch, wenn du jetzt noch erzählst, vielleicht Ja. kommt dann auch bei mir wieder was hoch. Würde mich voll interessieren, was du da jetzt eigentlich gespielt hast. Ja, ich habe, glaube ich, so ein ganz anderes Lager Ich glaube auch, bedient. ja, ich glaube auch. Weil all die Spiele, die du erzählt hast, die habe ich natürlich auch irgendwie mitbekommen und die hat man auch mal bei Freunden gespielt oder Freunde haben die auch mal mitgebracht, sowas wie SingStar und so. Aber bei mir kam die ja auch erst recht spät, die PS2. Da war ich so 19, 20 ungefähr. Ja, ich sage ja mal, die Titel, die so besonders herausstechen, das ist sowas wie Metal Gear Solid 3, wo du ja da im Dschungel unterwegs bist und so. Das war also dieser Origin-Teil. Origin-Teil. Der war auch richtig, richtig gut. Die Yakuza-Spiele. Also ich habe generell auf der PS2 sehr, sehr viele Japano-Titel einfach gehabt. Von ganz, ganz vielen japanischen Studios auch. Die Yakuza-Spiele, die ersten beiden, habe ich total gerne gespielt. Dann auch wieder sowas wie Suikoden 5 oder Grandia. Auf jeden Fall auch. Und ja, hier war dann auch das grandiose Final Fantasy XII, was ja, glaube ich, viele nicht ganz so mögen, aber ich habe das damals einfach geliebt. Das war für mich eine absolute Offenbarung. Also ich hatte ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, also Genau. jetzt kommt mir das, also ich habe es jetzt erst realisiert. Na klar, ich habe natürlich auf der PlayStation 2 Kinderspiele gespielt, weil ich ja noch ein Kind war und du warst da ja schon Anfang 20. Das sind natürlich ganz andere Welten, ja. Ja, ich hatte dann halt die Kinderspiele dann eher bei Nintendo 64, Ah, ne? Da ja. waren die ganzen Diddy Kong Racing, Mario Kart und so, und die waren dann da eher anzutreffen. Ja, völlig klar. Da ist dann auch die Zeit, wenn wir jetzt uns die Historie nochmal anschauen, wo ich dann Nintendo auch so ein bisschen den Rücken zugewandt habe und gesagt habe so, ah, das PlayStation-Lager gefällt mir dann doch irgendwie besser. Es gibt mehr Story-Spiele, mehr Spiele, die mich halt inhaltlich mehr abholen, die auch ein bisschen ernster sind, die vielleicht auch ein bisschen rougher sind, so von den Inhalten. Aber ich kann ja kurz nochmal, da habe ich jetzt auch nur zwei, drei Titel aufgeschrieben, zur Wii nochmal kurz was sagen. Die habe ich dann auch irgendwie davor oder danach hatte ich dann, nee, ich glaube danach hatte ich mir dann nochmal eine geholt. Da gab es irgendwie so eine Special Edition, die sieht aus wie so eine Tupperdosen.
Brotbox. Ah, Komisches rotes Ding. okay. Ich glaube, die hieß Wii Mini oder irgendwie so. Also merkwürdiges Teil. Aber gab es damals für ein Apfel und ein Ei. Und da habe ich dann sehr, sehr viel Super Mario Galaxy drauf gespielt. Ja. Und das grandiose Xenoblade Chronicles, was auch ein Rollenspiel ist, ein sehr großes Rollenspiel, ja, auch im Anime-Look. Bei Super Mario Galaxy, da kommen bei mir richtig viele Erinnerungen hoch. Das habe ich auch mit meiner Freundin gesuchtet auf der Wii. Das war auch ein Riesenspaß immer. Ja, ich habe letztens erst noch einen Speedrun dazu geschaut. Das war auch irgendwie sehr. Das war nochmal sehr schön. Ja, allein die Musik, du konntest es ja auch zu zweit spielen. Ne? Der andere hat dann auch eine Fernbedienung gehabt und diesen Stern dann Ja. gehabt, mit dem er dann irgendwie die Gegner abschießen konnte und Und die Items Batterie. einsammeln und Ja, und so. die Batterie ist doch immer abgekackt die ganze Zeit. Also bei uns war das zumindest so. Ja, da hatte ich jetzt eigentlich nie so Probleme. Ich habe Ah, immer so doch. große Batteriepacks gekauft und dann. Uiuiui. Wir konnten da so eine Stunde spielen gefühlt und dann waren immer die ganzen Controller leer. Echt? Ja, vielleicht waren wir einfach total nicht organisiert, aber. Kann sein. Genau, also bei PlayStation 2, das wäre auch einfach eine eigene Folge nochmal wert, weil, wie gesagt, ich habe jetzt wirklich auch nur so ein paar Titel pro Konsole immer aufgenommen, weil sonst würde die Folge noch viel länger werden, Ja, als sie gut. überhaupt schon ist. Ich kann auf jeden Fall noch sagen, weil diese Konsole jetzt hier bei uns noch gar nicht aufgetaucht ist, dass ich auch mir einige PS1-Spiele noch für die PlayStation 2 besorgt habe. Ah ja. Weil das ja auch möglich war, ne? Genau, da habe ich vorhin dran gedacht, so, hast du die PS1 ausgelassen oder? Okay, hast du auch gehabt. Habe ich dann nachgeholt ganz viel. Da habe ich dann zum Beispiel auch Vagrant Story, was auch so bei der Geheimtipp-Folge auch vorkommt, wo besagter Tamato und besagter Aaron auch beide mit dabei sind. Amja Malemi, das war so ein total abgefahrenes Musikspiel, habe ich auch recht viel gezockt. Das gehört auch nach wie vor zu den Lieblingsspielen von Tamato und taucht auch in der Geheimtippliste auf. Ah Ja, ja, okay, genau. ja, schaut euch das an. Wenn ihr sehr PlayStation 1-affin seid, dann schaut mal beim Tamato bei der B&B-Show vorbei. Das ist seine Lieblingskonsole und da ist auf jeden Fall sehr viel Content zu dem Thema auch zu finden. Ja, und auch hier darf natürlich ein Rollenspiel, noch ein Rollenspiel nicht fehlen. Alundra habe ich auch sehr viel gespielt und ich glaube, das müsste ich auch mal wieder rauspacken, weil das hatte so eine ganz interessante Thematik. Du bist in so einem Dorf, wo manche Leute von irgendwelchen, die wachen irgendwie nicht mehr auf, die sind die ganze Zeit am Schlafen und dann musst du durch so einen Zauber oder durch so einen Trick gelangst du dann in deren Träume und musst dann irgendwie deren Probleme in den Träumen lösen und sie dann dadurch retten, dass du in ihren Träumen unterwegs bist und so. Ich krieg's Oh. gerade nicht mehr ganz zusammen, aber es hat eine coole Ja. Geschichte auf jeden Fall, ja. Psychologisch wertvoll klingt das auf jeden Fall, ja. Das aber soweit erstmal dazu. Kam dann noch was bei dir? Ich hab ein bisschen was habe ich hier Oh, noch. Lord. Ja, also ich habe eine Zeit lang das Zocken ein wenig aus den Augen verloren und ich hatte, glaube ich, auch aus dem Grund dann keine PlayStation 3. Jo, das wäre nämlich meine nächste. Ah, genau. Ich habe aber bei anderen PlayStation 3 gespielt. Und da weiß ich auch nur noch paar Titel. Call of Duty Ghost, weiß ich noch. Habe ich damals auf der PlayStation 3 gespielt. Dann halt auch Final Fantasy. Frag mich nicht, welcher Teil das war. Ja, aber nur so ganz sporadisch mal PlayStation 3 gespielt. Aber an sich habe ich mit der Konsole eigentlich kaum bis gar keine Berührungspunkte gehabt, ne? Ja, sorry Leute, wenn ich so viel erzähle, aber es gehört halt irgendwie auch mit dazu, Ja, du ne? hast gemeint, es ist deine Das Lieblingskonsole fast ist in der halt die Vorbesprechung. History. Genau. Ja, aber auch hier sind auch einige Titel dabei, wo du wahrscheinlich auch was dazu sagen kannst, weil wir im Vorfeld auch schon recht viel darüber gesprochen haben, also wo es um die Genres ging. Und zwar ist die PS3 ist die Spielesammlung, die auch am umfangreichsten ist. Also ich habe etwa 60 Spiele, also 59 habe ich jetzt gezählt, aber bestimmt fliegt noch irgendwo eins rum, also sagen wir mal 60. Und ich bin einfach so in Love mit dieser Konsole, da waren so viele tolle Spiele und es gibt auch immer noch einige auf meiner Liste, die ich mir noch irgendwann nachordern werde. Ich beginne einfach mal Bioshock Infinite, also der dritte Teil von Bioshock. Den gab's schon für die PlayStation 3. Den gab es für die PlayStation 3 schon und der sah auch damals schon absolut fantastisch aus. Also das. Hammer. Es gibt natürlich für die PS4 und für den PC mittlerweile auch schon diese, ich sag mal, aufgehübschtere Version, diese HD-Version. Obwohl HD war es ja auch damals schon, aber du weißt, was ich meine, ne? Alles Ja, nochmal ein bisschen Remastered. schicker. Aber auch damals schon absolut wunderbares Spiel. Also, wenn man das erste Mal in Columbia ankommt und sich da die Tore öffnen und so, ey, das war einfach absolut Halleluja. Hammer. Ja, das, also Bioshock, da könnte ich auch eine eigene Folge drüber machen, wie sehr ich diese Spielereihe liebe und ich jeden Teil für sich
klasse finde. Aber ich finde es gerade auch faszinierend, dass es schon für die PlayStation 3 gab. Das wusste ich gar nicht. Ja, die ersten beiden auch. Die gab es auch für die PS3. Ah ja, Das okay. ist ja das Ding, die PS3 hat so viele geile Spiele mitgenommen. Ja. Dann haben wir Valkyria Chronicles gehabt. Das war so eine Mischung aus, also auch wieder kompletter Anime-Look. Du kannst es auch gerne mal googeln. Das könnte auch, glaube ich, Ja. vom Look her dir ganz gut gefallen. So eine Mischung auch wieder aus Taktikspiel gewesen und rundenbasiertem Gameplay. Also auch so mit so Shooter-Elementen, aber auch Rollenspiel. Also du konntest die Charaktere auch alle aufleveln. Das spielte in so einem, ja, fiktiven Zweiten Weltkrieg. So Ah ja, ich kann sehe man es sagen. gerade. Ja. Und absolutes Highlight auch auf der Konsole, wo ich dann einfach auch was grafisch einfach damals alles gesprengt hat für mich, war Metal Gear Solid 4. Ich weiß nicht, hattest du schon Berührung mal mit der Reihe irgendwie? Hattest du mal was erzählt vor einer Weile, weiß ich noch. Ich habe erzählt, dass ich bei so einem Fanprojekt mitspreche für Metal Gear Solid. Das heißt irgendwie Metal Gear Solid Cobra oder Metal Gear Solid 4 Cobra oder so. Und es sind ganz Okay. ambitionierte Amerikaner, die haben da so eine kleine, wie so eine kleine Firma aufgemacht und die möchten jetzt quasi ein neues Metal Gear Solid machen. Und da hatte ich die Möglichkeit, dass ich da eine deutsche Soldatin spreche, weil das im Zweiten Weltkrieg spielt. Auch schön mit Akzent dann wahrscheinlich, ne? Ja, ich spreche auf Deutsch. Ah, du Also sprichst sogar auf Deutsch, okay. leider hatte ich davor einfach keine Berührungspunkte mit Metal Gear Solid, weil dann so Sachen kamen wie, ja, jetzt kommt dieses Meme, das muss jetzt perfekt sein, mit diesen, Fußspuren? So, das war ja irgendwie so ein Meme oder so, und dann hat er auch zu mir gemeint, das muss jetzt perfekt sein mit diesen Fußspuren. Und ich war so, okay, ich kannte das alles gar nicht, für mich war das voll neu. Why are we here? Just to suffer? Ach, das ist auch davon? Das ist auch von Metal Gear Solid, ja. Oh, aber ich höre nur Positives. Ich höre so oft Leute über Metal Gear Solid schwärmen und ich weiß, dass das eine Sache ist, die ich nachholen muss. Ja, gerade 3 und 4. Also erster Teil ist natürlich auch hochgepriesen, aber für mich in meiner Historie spielt einfach der dritte und vierte Teil. Gerade da der vierte Teil eben der Abschluss der Reihe auch ist. Und da werden alle möglichen Fragen beantwortet, da kommen alles, Storystränge laufen so ineinander. Wow. Kritikpunkt, den das Spiel gekriegt hat, es gibt einfach super lange Zwischensequenzen. Die Abschluss-Zwischensequenz geht einfach mal 1,5 Stunden. Nee. No shit. Nein, was? Und zwischendurch sind sogar mal so halbe Stunde, 40 Minuten Zwischensequenzen Kann dabei. man die Es skippen? ist krank. Ich weiß gar nicht, ob man die skippen kann. Sie ist ja wichtig, wenn du Oh das erste mein Mal schaust. Gott. Es ist ja ein absolutes Story-Spiel auch, ne? Also ich glaube schon, dass man die Okay, skippen wenn du es kann, nochmal aber spielen willst, dann ist das sowieso habe ich alles halt gut. nie gemacht, so weißt du, warum auch, ne? Jesus. Aber echt zum Schluss, ne? Da lehnst du dich doch nur zurück, legst den Controller aus der Hand oder was du gerade hast und Ja. okay, das ist ja was ganz Neues. Da würde ich mir auch mal wünschen, dass man das mal nochmal richtig auflegt irgendwann. Oder da wäre zum Beispiel so eine richtig geile Verfilmung oder so eine Serie. Ich glaube, eine geile Metal Gear Solid-Serie, die das alles mal so abdeckt, das wäre schon was. Leider hat ja Kojima, der Macher der ganzen Spiele, der ja jetzt auch das Death Stranding gemacht hat, der hat ja, oder er wurde verlassen von Konami, also er wurde ja irgendwie rausgeworfen, aus was für Gründen auch immer. Deswegen ist Metal Gear ja gerade irgendwie so ein bisschen tot. Es ist ja, kam ja dann nochmal noch so ein unsägliches Metal Gear dazu. Also da haben sie versucht, das nochmal irgendwie mit eigenen Kräften zu machen, aber das war richtig schlecht. Gucken wir mal, ob da irgendwann nochmal was kommt. Aber die Story ist ja eigentlich auch abgeschlossen. Also wenn, dann müsste man ja eigentlich was Neues mit neuen Charakteren wieder aufmachen. Okay, Gut, jetzt, ich und merke ich wollte gerade sagen, ich bin ich gerade. jetzt kurz still geblieben. Ich wollte gerade sagen, so, also, was denn das Nächste, was du noch hast? Über Uncharted 2 hatten wir ja vorhin schon ein bisschen gesprochen. Einfach auch ganz, ganz großartig von der Inszenierung und allem. Ist halt so Indiana Jones-mäßig. Ich glaube, Uncharted ist halt aber auch sehr bekannt. Da muss ich jetzt auch nicht viel drüber reden. So. Ja. Heavy Rain auf jeden Fall. Habe ich auch gespielt. Das ist ganz großartig gewesen. Das Spiel ist auch heute ein bisschen cringy an so manchen Stellen, Ja, aber. ich hatte so Spaß, das mal wieder zu spielen. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich das mal wieder Aber gespielt. trotzdem funktioniert es sehr gut als Thriller und so. Also das ist, vor allem wenn es dann nachher um die Auflösung geht, keine Sorge, wir spoilern hier nicht, aber das kam für mich schon wirklich sehr überraschend. Dann kommen wir zu Dragon's Dogma, worüber ich in der Geheimtipp-Folge aber schon ganz viel erzählt habe. Dann ein Titel, den wir beide ja auch schon ganz am Anfang hatten, The Last of Us. Alter Falter. Alter Falter.
Falte. Dieser ganze Anfang von The Last of Us, den habe ich so oft gespielt, einfach um den auch irgendwelchen Leuten zu zeigen, teilweise auch Leuten, die mit Videospielen gar nicht so viel am Hut hatten, einfach mal zu zeigen, so hier, das können auch Videospiele, ne? Also das war einfach der Hammer, ey. Und ich habe es jetzt auch nochmal für die PS4 in der aufgehübschten Version auch mir nochmal geholt. Ja, Last of Us, das habe ich auch gespielt. Aber du hast es dann auf der PlayStation 3 gespielt, nicht auf dem PC. Ne? Nee, aber ich habe es, wie gesagt, in der guten Version, also in der nochmal hübscheren Version. Also es sah damals auch schon richtig gut aus. Ne? Also wenn du die PS3 an ihre Grenzen getrieben hast, konntest du auch schon richtig, richtig schöne Spiele da rausholen. Also dieses Genre der Action-Adventure-Spiele, da können wir vielleicht auch mal eine Special-Folge zu machen. Ja, gerne. Also können wir ja vielleicht mal ins Auge fassen, weil ich merke schon, mir tut es ein bisschen leid, dass ich zu den einzelnen Spielen dann doch so wenig erzähle. Einfach dann, weil wir einfach so viel haben. Dann kommen wir zu einem Spiel. Das habe ich so viele Stunden gespielt, das ist unfassbar. Saints Row 3. Kennst du Saints Row Spiele? Ja, oh mein Gott, ja. Oh, das habe ich so tausende Stunden gespielt. Also ich habe da die Let's Plays immer geguckt von Holly LP und habe mir dann auch wieder ungefähr von einem Jahr, habe ich es mir mal wieder runtergeladen, aber mein PC hat es irgendwie nicht, also irgendwas hat nicht gestimmt. Steam hat dann immer das Spiel wieder geschlossen und ich habe es nicht mehr in Gang bekommen, aber ich hätte es so gern wieder gespielt. Das ist so der Hammer. So ein dummes Spiel, ne? Aber ein richtig dummes Spiel. Also aber die Möglichkeiten, die du hast, also allein, dass du deinen Charakter ständig optisch verändern kannst, auch diese, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die, ohne jetzt sexistisch sein zu wollen, wenn man den Spruch schon sagt, ist man es auch automatisch direkt schon. Tja, so ist es halt. Das ist so ein bisschen dieser weibliche Anteil vielleicht von mir. Ich bin ständig shoppen gegangen und habe mich irgendwie wieder eine neue Frisur, wieder neue Klamotten, wieder, weiß ich nicht. Ich habe auch immer weibliche Charaktere gespielt, ne, muss man auch dazu sagen. Und du hast also die Brüste extra groß gemacht. Gib's zu. Nee. Ach. Nee, ist gar nicht so mein Ding tatsächlich. Also mir hat am meisten immer diese Charakter. Aber du hast das gemacht. Ich hab das gemacht und ich stehe da dazu. Ja. Ich habe richtige, also bei mir gibt es entweder, ich mache richtige hässliche, aus der Hölle kommende Charaktere oder ich mache ganz schöne Fantasy-Charaktere, aber bei Saints Row mussten sie schon extra hässlich sein. Echt? Ja. Nee, ich habe immer nur so schöne gemacht oder so abgefahren oder irgendwie so. Du konntest ja, das war ja auch so geil, die sind ja wirklich durchgedreht bei dem Spiel, die haben verschiedene Synchronsprecher gehabt, die einfach den kompletten Text des Hauptcharakters nochmal durchgesprochen hatten. Und du konntest bei einer auch so russischen Akzent hat die dann die ganze Zeit gehabt. Ja, und genau. So. Du kannst Akzent. Lateinamerikanischen Akzent hast du dann auch so mit drin gehabt und all solche Sachen. Das war so geil, ey. Wenn die dann anfängt, irgendwelche Songs mitzusingen aus dem Radio oder was in Amerika dann die ganze Zeit die Leute da mit diesem russischen Akzent fertig macht. Super geil. Also ein ganz, ganz großer Spaß, einfach Saints Row 3. Den Nachfolger mochte ich auch noch sehr gerne, aber Saints Row 3 habe ich einfach am meisten gespielt. Ja, kann ich sehr und gut immer schön den Metal-Sender angemacht. Immer. Das erinnert mich auch an ein Spiel, wo ich auch sehr viel dazu angeguckt habe, was für mich in diese gleiche Sparte gehört. Und wenn ich dir jetzt beschreibe, vielleicht weißt du es dann sofort, das ist dieser mega muskulöse Mann mit dieser Zigarre im Mund, der auch immer so sarkastische Sprüche drückt die ganze Zeit. Und irgendwie habe ich das Wort Nuke in meinem Kopf. Duke Nukem. Duke Nukem, yes. Das erinnert mich voll daran. Duke Nukem war das, ja. Also meinst du vom Humor her, oder? Irgendwie vom Humor her, von dieser ganzen schrägen Art. Das ist ja auch extrem Trash. Ja, stimmt, doch. Das geht so ein bisschen in die Richtung, hast du recht, ja. Ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Ja, also ja, auch zu Saints Row könnte ich ganz viel erzählen. Aber ich freue mich so, dass wir immer wieder auf Titel kommen, die wir beide gespielt haben. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der gleichen Konsole war. Weil ja auch viele von denen dann auf dem PC oder anderen Konsolen dann irgendwie auch da waren. Ne? Also das ist ja sowieso dann die Ära gewesen. Ne? Ja, aber ich dachte am Anfang so, oh, du hast jetzt so viele Sachen hier, das wird dann bestimmt ziemlich einseitig. Aber ist ja gar nicht so. Nee, bin ich sehr beruhigt. Ist ja gar nicht so. Ist ja gar nicht so. Ja, nächster Titel, auch ein ganz, ganz großer, wo du wahrscheinlich auch den Nachfolger von kennst, und zwar Red Dead Redemption, der erste. Yep. Ei, so geil.
kenne ich. Ich habe den zweiten versucht zu spielen und es hat mir nicht gefallen. Ja, das hatte ich auch. Oh, Ich liebe den ah, okay. ersten, aber der zweite, also was heißt, der hat mir nicht gefallen, aber es war mir einfach dann Hat mich nicht gecatcht. Hat mich nicht zu gecatcht. viel von allem so, ja. Aber der erste, boah, der war einfach insgesamt von der Story und den Charakteren, gehört nach wie vor zu meinen Lieblings-Rockstar-Games. So. GTA mag ich auch gerne ab und zu, aber Red Dead Redemption 1, große Liebe. Kann man auch ganz viel zu erzählen. Let's move on. Let's move on, genau. Es wird nicht der letzte Game Talk gewesen sein. Ja. Dann gab es noch ein richtig schönes Rollenspiel, auch aus Japan, auch von Sega tatsächlich gemacht, und zwar Resonance of Fate. Das hat diese Matrix-Formel genommen. Du hast immer so einen vorgegebenen Weg dem Charakter gegeben. Also du konntest immer so Linien ziehen auf der Karte. Und dann ist er da lang gerannt und ist die ganze Zeit so mit so Saltos und so und Zeitlupeneffekten und so ist er dann Oh. und Mantelgeflatter, sind die Charaktere dann immer da rumgesprungen und haben auf die Gegner geschossen, die du denen halt als Ziele gegeben hast und sowas. Hat auch wieder diesen Saints Row-Aspekt, dass du sehr viel deine Charaktere kostümieren kannst. Neue Frisur, neue Brille, neues Outfit. Wenn das irgendwie ein Spiel bietet, was dann auch darüber hinaus noch cool ist oder noch gut funktioniert, dann bin ich einfach Feuer und Flamme. Das ist so Ja. ein Tool. Aber Sims mag ich komischerweise nicht besonders. Da Ah. funktioniert es für mich irgendwie nicht, weil das so ein Endlos-Runner ist, Die haben ne? ja auch So. nicht so coole Outfits meistens. Kommt natürlich drauf an, Ja, das aber stimmt auch. das sieht dann nicht so cool aus. Also wenn du zum Beispiel sowas nimmst wie Monster Hunter, da bist du ja dann auch, da kannst du ja auch deine Charaktere so gestalten, wie du möchtest. Und da finde ich, da legt man dann auch immer noch viel mehr Wert drauf, wie sein Charakter aussieht, weil ich meine, man ist ein Monster Hunter so mit so einer riesen Waffe in der Hand. Jo. Und bei Sims, also ja, I don't know. Ja, Monster Hunter habe ich auch. Ah, Das okay. habe ich auch gespielt schon. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das kommt dann vielleicht doch. Ja, das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Ich habe es nicht mal auf der Liste. Ja, sicherlich einige Titel auch noch nicht. Aber ich habe auch den Vorteil, dass ich all diese Konsolen, über die ich gerade hier spreche, auch alle noch hier habe. Also ich musste Ah, jetzt gar nicht ja. in meiner Vergangenheit groß wühlen, sondern ich bin einfach durch meine Regale gegangen oder das eine große Regal. Ich habe hier ein sehr großes Holzregal stehen und ja, da sind die alle. Gut, PS3 ist abgeschlossen. Wir kommen ganz kurz zur Xbox 360. Leider hat mich die oft schon im Stich gelassen, weil die immer wieder Oh abgerauscht ist. nein. Böse. Böse Konsole. Catherine war da ein super Spiel. Das ist auch von den Persona-Machern. Einfach auch sehr schön, so ein Horrorspiel. Gepaart mit so einem Beziehungssimulator und Puzzle-Elemente sind auch noch mit dabei. Also, und sehr schön gezeichnete Anime-Sequenzen. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe auch gerade schon ein bisschen Angst gekriegt, jetzt das alles zu verlinken. Ich werde auch nicht alles Nein, verlinken. das Ich machst du kann doch jetzt nicht nicht. Das jedes machst einzelne du Spiel, nicht. worüber wir geredet. Nee. Also ein paar Sachen vielleicht so unsere Favorites irgendwie, aber nicht alles, nein. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Oh, wie gut. Dann erzähl bitte. PlayStation 2, glaube ich, Rule of Rose. Jo. Yo! Ach ja. Das kenne ich auch komplett, Jesus. ja. Ja, mir kannst du nichts vormachen. Ich kenne das alles. Die ganzen schönen. Das war Ja, da abgefahren, ich mit meiner ey. Freundin, wir haben da sehr viel drüber geredet. Wir haben ja auch dann unsere eigenen Drehbücher geschrieben zu den Stories und so. Ja. Wir haben uns das online angeguckt, weil wir das nicht bekommen haben. Wir haben es versucht, dann hat sie gemeint, es ist gesperrt in Deutschland, das bekommt man in Deutschland nicht mehr. Dann haben wir uns da diese Story irgendwie zusammenklamüsert aus den ganzen Online-Sachen, die wir gefunden haben, haben halt so Trailer dazu angeguckt und haben irgendwie versucht, dieses Spiel zu kommen. Aber bis heute habe ich das nicht in der Hand gehalten, auf jeden Fall, nee, das nicht. Nee, das ist halt auch einer der Oh. teuersten PlayStation 2-Spiele, glaube ich. Da zahlst du richtig für, ja. Oh, eBay. Ich habe das bei Gregs RPG Heaven, der ja auch schon des öfteren Mal bei uns gefallen ist, der Gregor von den Rocket Beans. Da habe ich das geschaut und der hat ein sehr, sehr schönes Let's Play dazu gemacht. Und Pandoria, der doch Pandoria heißt sie, ne? Die Gemahlin vom werten Gronkh, die auch. Also da habe ich beide schon mal geguckt. Sehr cooles Storyspiel. Magst du noch ein bisschen erzählen so? Ich sehe gerade, das Spiel gibt's für 500 €. Okay. Ja, ich sag ja, ey, das ist pervers teuer mittlerweile. Also ich kann dazu gar nicht mehr so viel sagen. Es ist wirklich ganz in meiner Erinnerung. Also es war halt ein Horror, ne? Ich will nicht richtig. Ja, Ja. auch so Survival so ein bisschen. Ja, so ein Adventure, so ein Horror-Adventure kann man sagen, ne? Ich krieg's überhaupt nicht mehr zusammen. Also wenn du noch ein bisschen mehr weißt, also ich weiß nur noch diese Anfangssequenzen irgendwie, wo du durch so ein
Wald oder so gehst, so ein Haus zu. Du bist halt eine Waise, ne? Und kommst dann in so einem Waisenhaus an und die Kinder, die da leben, sind total bösartig, die misshandeln irgendwelche Tiere. Ja, ein ganz abstraktes Spiel, was auch in so Traumebenen stattfindet und so, aber auch ein echtes Kunstwerk. Was die Musik angeht, diese Zwischensequenzen, dieser psychologische Horror, der hier eine Rolle spielt, ist wirklich toll eingefangen. Hat auch ein paar Gameplay-Elemente, gerade wenn es jetzt ums Kämpfen geht, die nicht so gut funktioniert haben, die eher nervig sind. Aber doch. Also kann man sich auf jeden Fall mal ein Let's Play zu anschauen. Das mache ich auch gleich danach, gleich, denke ich. Schau dir das mal von Gregor an. Das ist ganz wunderbar, wenn du magst. Ja. Gut, Xbox 360 ist abgehandelt. Ja, alle Spiele, die ich darauf hätte haben können, gibt es auch schon für die PS3. Da gab es jetzt nicht so die Only-Titel. Ich bin auch nicht der große Halo-Fan. Finde ich auch ganz cool, aber muss jetzt auch für mich jetzt nicht so sein. Ich bin auch nicht so der Shooter, der große Ja, kommt Shooter-Freund. drauf an. Manchmal gerne. Ja, manchmal schon. Also, wie gesagt, sowas wie Borderlands oder ich hatte jetzt vor kurzem nochmal Titanfall 2 hatte ich mal gespielt. Das war auch echt ein schönes Erlebnis. Naja, und die alten Nintendo 64 Ego-Shooter, die waren auch cool. Was kommt denn jetzt bei dir noch? Ja, die PS4 war ja dann noch, stand noch aus, ne? Die Spiele, die ich im Lieblingsgenre genannt habe, die sind halt auch 90% PS4, weil ich eine lange Zeit keinen PC hatte, sondern nur einen alten Laptop, auf dem sich nichts spielen hat lassen. Also habe ich halt alles, was ich spielen konnte, auf der PlayStation 4 gespielt. Und das sind ja wirklich, ja, 90% von den Ja. Genrespielen, die ich schon genannt habe, tatsächlich. So ging mir das auch. Also ich habe ja jetzt erst seit einem Jahr ungefähr wirklich so ein High-End-PC hier. Ist für mich auch total neu und Aber tolles gewöhnungsbedürftig. Gefühl. Wirklich tolles Gefühl. Jetzt auch alleine die ganze Bearbeitung mit den Programmen und so. Mein alter Laptop und auch mein Rechner, die ungefähr gleich auf waren von der Technik, die sind teilweise einfach mittendrin abgeschmiert oder so oder haben sich aufgehängt. Das war echt nicht schön. Ja, dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz hier reinschauen bei der PS4. Mag ich auf jeden Fall auch sehr gerne, habe ich auch einige Spiele für. Aber wie bei dir waren da auch schon einige bei den Genres mit dabei. Also Life is Strange war auf jeden Fall noch etwas, was ich sehr gemocht habe. Das kann ich mir auch vorstellen, dass dir das sehr gut gefällt. Ja, wie gesagt, ich habe die erste Episode oder so mal gespielt, aber dann nicht mehr weiter, nee. Ah, okay. Nier Automata, auch ein ganz, ganz großer Titel. Ist, glaube ich, auch etwas, was dir gut gefallen kann, weil es halt auch so stark diesen Anime-Charme hat und sehr geile Story. Ist auch jetzt nicht unbedingt direkt rollenspieltypisch. Also du hast halt die ganze Zeit so Echtzeitkämpfe auch. Ja, ich hatte mir das schon mal runtergeladen auf der, also auf dem PC für die Xbox. Und jetzt wurde es leider im Online-Store rausgenommen. Bevor ich es gespielt habe, Oh. muss ich es mir irgendwo kaufen. Aber ich wollte es auf jeden Fall spielen, ja. Ja, ist einer der besten Spiele der letzten Jahre. Allein der Soundtrack, die Story, was es für Kniffe gibt, diese Dramatik, die sich da aufbaut. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Wird sicherlich auch irgendwann nochmal Thema sein, wenn wir hier weitermachen mit dieser Reihe, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Dark Souls 3, das finde Okay, da ich auch. kommt der, ja. Bloodborne, also die From Software Spiele, machen wir nochmal eine eigene Folge irgendwann zu. Und Witcher 3 zum Schluss. Ah Auf jeden Fall ja, auch noch. Klassiker. Ja, schon moderner Klassiker, kann man sagen. Auch absolut großartig. Ja, dann habe ich noch eine Super Nintendo Mini mit über 100 Spielen. Ja, jetzt sehe Spiel ich. 1 ist. Spiel 2 ist. Ja, da Fünf habe ich. Stunden Aber später. es gibt schon eine Super Nintendo-Folge und da rede ich über meine Top 8 Lieblingsspiele. Hört da doch einfach nochmal rein. Genau, Das mach würde jetzt das. hier, glaube ich, echt den Rahmen sprengen. Und diese Folge geht auch wirklich schon lang für unsere Verhältnisse. So. Wollen wir zum Schluss vielleicht noch mal kurz uns den PC anschauen, was wir da aktuell gerade so spielen, bevor wir dann zu unserer Empfehlung kommen, die Empfehlung des Tages? Ja, also ich bin halt überhaupt kein PC-Spieler an sich. Ich habe ein paar Spiele auf dem PC, So. aber das sind eher so. PC war halt eher früher auf dem Laptop, weil ich halt da keine andere Möglichkeit hatte. Und jetzt inzwischen spiele ich sehr wenig auf dem PC, weil ich mit Maus so viel schlechter bin als mit Controller. Weil ich halt auch gern mal Ego-Shooter und sowas spiele und ich dann immer denke, boah, ich wäre jetzt mit dem Controller so viel besser. Da fällt mir das Naja, kann man Aimen. ja auch machen, ne? Also. Ja, kann man auch machen, aber das hat dann irgendwie so ein Delay manchmal. Also
ich bin damit nicht so warm geworden. Deswegen meistens, wenn ich irgendwelche neuen Spiele anstehen, dann kaufe ich mir die für die Konsole tatsächlich. Habe ich ja auch die meiste Zeit gemacht, ne? Und bei mir sind es halt auch überwiegend Echtzeitstrategiespiele oder irgendwelche Taktiksachen. Ja, die gehen auf dem PC Und viel, natürlich viel besser, ja. ja, völlig klar, ne? Genau. Ja, ich kann ja gerne noch mal kurz ein paar nennen. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr so rein. Eine Folge zu Echtzeittiteln wird es wahrscheinlich auch irgendwann noch mal geben. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, mit dem Aaron mal was zu machen. Genau, also sowas wie Disco Elysium habe ich sehr gerne gespielt. Crusader Kings 3, das ist ja gerade auch in aller Munde, zumindest unter den Genre-Liebhabern. They Are Billions ist ja dieses Spiel, wo du dir so Barrikaden aufbauen musst und deine Städte verbesserst und oder so immer weiter ausbaust und dann so Horden von Zombies deine Stadt überrennen wollen und dann musst du das so überstehen in dem Spiel. Das ist auch sehr gut. Homeworld spiele ich gerade aktuell. Das ist so ein Science-Fiction, so ein Science-Fiction-Dreiteiler. Den ersten Teil habe ich jetzt gerade durchgespielt, bin jetzt gerade im zweiten. Aber darüber spreche ich dann mal, wenn wir mal eine Folge oder ich alleine eine Folge zu Strategiespielen machen. Ja, oder so. Also da kann ich wirklich nichts zu sagen, ja. Genau. Gut, dann sage ich jetzt die anderen drei noch schnell. Company of Heroes, Total Warhammer und Age of Empires 4 ist auf jeden Fall auch gerade noch groß im Trend. So. So, jetzt lass uns zum Ende. Also ich sag dir, ich bin Ja, bitte. hungrig. Ich möchte den Johnny Depp versus Amber Heard das Gerichtsverfahren gerade angucken. Das ist live. Dann kommen wir jetzt zur am Anfang schon angesprochenen Empfehlung des Tages. Was steht denn bei dir auf dem Menü? Also ich habe ein paar Titel aufgeschrieben. Ja, die für mich im Laufe meines Lebens so, ja, einfach mich ein bisschen geprägt haben und in meinem Kopf geblieben sind. Und ganz am Ende komme ich dann auch zu meiner Empfehlung. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz grob nur durch. Das sind so Sachen gewesen, wie ich schon erwähnt habe, Super Mario Bros., damals auf Nintendo. Assassin's Creed 3 war mein erstes PC-Spiel, das ich gespielt habe. Auf einem alten Laptop, komplett ruckelig. Ich konnte keinen Meter gehen, ohne dass der Charakter irgendwie weggeflogen ist oder so. Aber es war damals für mich trotzdem so toll, mal so ein, das war ja auch so Open World, so ein bisschen in die Richtung und Assassine und so. Ja, das war also mit mein erstes Spiel, das ich hatte. Und dann hatte ich auch Portal 2, das mich auch total geprägt hat, was ich ein super Spiel finde für den Anfang, für den Einstieg. Und ja, man muss ja auch ein bisschen Ist ja auch super. sein Gehirn anstrengen, sage ich mal, bisschen Puzzle. Dann ging's schon los mit so Titeln wie Dishonored, wo ich damals im GameStop stand und mit meinem Vater. Und dann habe ich gesagt, oh, dieses Dishonored-Spiel, das sollte ich einem Bekannten kaufen. Könntest du das für mich schnell mitnehmen? Ich will dem das schenken, weil das war ja ab 18 und ich war 14. Ja, und dann hat er es mir gekauft und ich bin natürlich heim, hab sofort in mein PC und also in mein Ja, die kriminelle Da kommt Energie sie kommt da wieder wieder durch durch. und dann habe ich mit 14 ja den Leuten da die Köpfe abgeschnitten in Dishonored, aber ein wunderschönes Cyberpunk-Welt mit auch einer ganz guten Story. Also ich weiß nicht, vielleicht hängt auch sehr viel Nostalgie dran, aber Dishonored, ja. Du kennst dich auf jeden Fall auch gut mit den Sprechern des Spiels aus, ne? Also du hast schon öfter mal gesagt, ja, die und die hat auf jeden Fall auch bei Ja, Dishonored genau, mitgesprochen weil das ja auch und so bekannte Namen sind. Also ich habe ja gesagt, der deutsche Sprecher von dem Outsider ist dieser Kim Hasper. Habe ich auch schon mal angeschnitten im Anime-Talk. Und die englische Stimme von der Emily Caldwen, von der Mädchen, das ist die Chloe Grace Moretz. Also die quasi der Star ist in diesem Hörbuch, das ich vertont habe in die fünfte Welle. Genau, also sehr tolle Genau. Synchronsprecher auf jeden Fall mit dabei. Und dann habe ich Resident Evil 4, habe ich mich damals zu Tode erschreckt bei diesem Spiel. Da war ich vielleicht 13 oder so, 12, 13 und habe es bei meiner Freundin gespielt. Und ich habe davor noch kein Horrorspiel so wirklich angefasst gehabt und kann mich einfach an diesen Charakter erinnern, der durch diese Wälder da durchrennt und überall sind so komische Zombie-Wesen und das war für mich total, also es ist voll traumatisierend für mich einfach gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen sollte. Den Titel habe ich bei mir auch vergessen, tatsächlich. Also, Den habe ich auf dem GameCube damals den hast du auf dem gespielt, GameCube ey. gespielt. Ja, ich hatte den damals, ich glaube, das war PlayStation 2, ich weiß es nicht mehr. Ja. Wahnsinnig gutes Spiel. Meine Güte. Also liebe ich auch komplett, ja.
Ja, das war ein ganz doller Schocker, das Spiel für mich auch damals. Und danach kam ja dann Bioshock 1, wo ich, das Spiel konnte ich mir nicht, da konnte ich den gleichen Trick wie mit Dishonored nicht schon wieder bringen. Also ich konnte es mir nicht holen, also habe ich Let's Plays geguckt von Kronk, nächtelang durchgeguckt, diese Let's Plays, war so fasziniert und hab's dann geschenkt bekommen tatsächlich, die Ultimate Edition mit allen drei Teilen, so vor 5 Jahren oder so. Und konnte es dann zum ersten Mal wirklich selber spielen. Und ja, deswegen für mich auch sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen. Und wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsspiel, dann werde ich immer Bioshock sagen. Auch Ah den ersten ja. Teil, ja. Dann bin ich auch gleich am Ende. The Walking Dead, PC-Spiel. Jo, habe ich Falls du das auch. kennst. Ja. Hast du auch, genau. Ja, für Ja. PS3 auch. Überraschung. Ah, okay. Da habe ich auch zuerst die Let's Plays geguckt, von PewDiePie damals. Und habe es dann mir selber gekauft. Ja, hat mich sehr fasziniert, so storybasiert und auch diese Entscheidungen, die ja mal wirklich Auswirkungen hatten auf das Spiel, was ja danach sehr viele Spiele versucht haben, aber irgendwie für mich nie so gut geklappt hat, irgendwie wie in The Walking Dead, meiner Meinung Ja, du nach. hattest auch richtig schlechtes Gewissen teilweise, ne? Es ging ja Boah, auch ja. oft um Leben und Tod und das war super dramatisch. Und ja, da habe ich bei mir, ich habe das Sarazar Let's Play Ah, du hast damals Sarazar geschaut. geguckt. Okay. Ja, ich war mehr so im Sarazar-Lager. Also Gronkh habe ich tatsächlich gar nicht so viel geschaut. Ich war dann eher bei Valle. Genau. Ja, und dann zuletzt, dann habe ich ja schon erwähnt, habe ich eine Zeit lang nicht mehr viel gezockt und dann kam 2000, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 2016 kam Overwatch raus, grob um den Dreh, glaube ich, in dieser Zeit. Und das habe ich mir dann geholt mit der PlayStation 4 zusammen. Also es war quasi so ein Bundle, PlayStation 4 und Overwatch. Ah ja. Und habe dann Nächte, und ich übertreibe wirklich Nächte, nur Overwatch gespielt, weil ich davor kein Multiplayer-Online-Spiel hatte. Und für mich war das einfach, was, du kannst mit Leuten zusammenspielen, die reden, die reden mit dir und du bist dann so ein Team. Also es ist ja immer ein Team aus 6 Helden. Ich glaube, 6 sind's. Man kann interagieren und man muss dann Taktiken für sich irgendwie finden, für sein Team. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da voll, ja, richtig süchtig geworden bin nach diesem Spiel. Und es auch wirklich jetzt immer noch aktuell ab und zu mal wieder spiel, auch wenn ich jetzt kein festes Team mehr hatte. Also ich hatte dann damals ein festes Team. Wir haben dann Turniere gespielt, wo wir auch Preise gewonnen haben. Das war ganz, ganz, ganz tolle Zeit auch irgendwie. Also ich verbinde sehr viel mit dem Spiel und bei dem Spiel habe ich auch meinen jetzigen Freund kennengelernt, was vielleicht auch noch ganz süß ist. Ah, okay. Deswegen bedeutet mir sehr viel das Spiel irgendwie. Ja, das ist ja auch total in die Popkultur mit eingegangen, ne? Und hat, also gerade dadurch diese ganzen Charaktere, die tauchen ja auch überall im Internet wieder auf, in irgendwelchen Memes, Cosplays und was weiß Ja. ich. Also, ich habe es jetzt selber nicht gespielt, aber ich mag das Design sehr gerne, auf jeden Fall. Also, finde ich auch cool. Finde ich gut, ja. Genau, also wer ein Spiel mit hohem Suchtfaktor sucht, wo man mal wieder richtig so, ja, ehrgeizig auch wird, teilweise zu ehrgeizig vielleicht, dann Overwatch immer noch klar, mein Evergreen oder wie sagt man das? Ja. Für mich, genau. Und dann komme ich auch schon zu dem letzten Spiel, das mich irgendwie geprägt hat und das auch meine Empfehlung ist an euch, die da zuhören. Und das nennt sich Hellblade: Senua's Sacrifice. Und war ich auf der Suche nach einem Spiel mal wieder, habe so ein bisschen im PlayStation Store geguckt, was denn so gibt. Und dann habe ich so gesehen, okay, ein Indie-Spiel, sah ein bisschen gruselig aus. Mir hat aber dieser Stil gefallen und ich war eh schon von so, ja, keltischen Traditionen, dieser keltischen Kultur schon immer ein bisschen angetan. Und ja, habe dann mal dieses Spiel reingeguckt. Und es spielt im Ende des 8. Jahrhunderts und handelt von einem, ja, jungen Frau namens Senua. Und die ist quasi ein Mitglied in dem Stamm der Pikten. Und das ist ein alter schottischer Stamm. Da kann man sich vielleicht auch auf Google noch ein bisschen was dazu durchlesen. Da so tief kann ich in die Materie gar nicht reingehen, aber man kann sich das so vorstellen. Die hat so ganz lange verfilzte Haare und so blaue Farbe im Gesicht. Und ja, ist da so ein Stammesmitglied. Und da geht es ganz viel um, ja, psychische Erkrankungen. Also Senua leidet an Schizophrenie. Ja. Und das Hauptziel des ganzen Spiels ist quasi, sie möchte ihren Freund retten. Und ihr Freund ist quasi in etwas, was man die Hölle bezeichnen könnte, jetzt, wenn man es jetzt christlich benennen sollte.
aber es wird nicht so klar definiert. Also dieses Spiel schmeißt dich auch sofort rein. Dir wird nicht gesagt, wie man rennt, wie man kämpft. Du musst es dir alles selber irgendwie, ja, erahnen. Und es macht doch irgendwie diese Mystik aus von diesem Spiel. Du hörst ganz oft Stimmen, Musik. Dann kommt auf einmal wieder ein Gegner. Du weißt gar nicht so recht, was du machen sollst, wie die Controls funktionieren. Und dieses Spiel schmeißt dich in eine Atmosphäre rein, die ich bis jetzt noch nie in einem anderen Spiel hatte. Also ich weiß nicht, hast du Hellblade gespielt selber? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir darüber geredet haben. Ja, wir hatten in der Vorbesprechung ein bisschen darüber gesprochen. Da hat mich auf jeden Fall erstmal gefreut, dass unsere beiden Spiele thematisch gar nicht so weit Genau, das meine ich voneinander, so. weg sind. Ich hab's auch auf der Platte, aber ich habe selber jetzt noch nicht gespielt. Ich habe aber schon ein bisschen was dazu geschaut und auch schon Reviews mir angeguckt. Und ich bin auch von dieser Machart und auch, ich habe mir auch so ein bisschen Hintergrundinformationen mal reingeschaut, Ja. wie sehr dieses Entwicklerteam sich auch mit diesen psychischen Krankheiten auseinandergesetzt hat und wie viel Wert darauf gelegt wurde, dass man das authentisch umsetzt und so, ne? Und auch das ganze Genau, Motion ja. Capturing ist auch Ja. total geil geworden. Und ja, ich bin, auch wenn ich selber noch nicht gespielt habe, trotzdem schon großer Fan von allem drumherum und vom Spiel selber, ja. Total, also es hat auch Puzzle-Elemente drin und alles ist halt so, ja, so Kälte, also man kann so Runen finden quasi, also geht alles so in diese Sparte rein, die ich halt auch einfach voll interessant finde. Und ja, einfach diese Schizophrenie, die Senua hat, sowas hat man davor, habe ich davor noch nie erlebt. Die haben ja auch ein ganz neues Sounddesign irgendwie entwickelt für dieses Spiel. Und zwar, also das muss man mit Kopfhörern eigentlich spielen. Und du hörst diese Stimmen im Kopf, die man jetzt vielleicht, wenn man von Schizophrenie schon was gehört hat, dann ist das ja auch diese Stimmen, die man im Kopf hat. Und die hört man um sich herum und das sind leise Stimmen, laute Stimmen. Manchmal schreien sie dir Hinweise zu, manchmal beleidigen sie dich, alles Mögliche. Und du, während dieser gesamten Spielzeit hörst du diese Stimmen und das kann auch wirklich auch auf deine eigene Psyche schlagen. Das glaube ich, Und ja, ja. genau, deswegen ist mir das auch so im Kopf geblieben. Sehr poetisch auch dieses Spiel, sehr viel poetische Texte. Die Lyrik ist wunderschön, wie sich Senua auch ausdrückt und wie sich alle um sie herum ausdrücken. Und ich kann es nur wirklich jedem, ja, einfach ans Herz legen, der auch mal so in Indie-Games gerne reinguckt und in so, ja, mehr Independent-Sachen. Ist ja von Ninja Theory auch Ja, gemacht, genau. genau. Ja, auch von mir eine große Empfehlung dafür. Ich habe es ja immerhin auch hier. Schön, sehr gut. Genau, dann kommen wir mal ganz zum Abschluss zu meiner Empfehlung des Tages. Und das ist auch tatsächlich ein Spiel, was ich jetzt gerade aktuell wieder spiele. Und zwar ist das Original, ist 2004 für die erste Xbox damals erschienen, und ist von einem, ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Sprache zurückfinden, und ist von einem südkoreanischen Studio namens Fantagram entwickelt worden. Und wir reden hier über Kingdom Under Fire. Und ich habe oft auch schon mal von Leuten davon erzählt, aber irgendwie kennt das auch kaum noch jemand. Also es gibt auch ganz, ganz wenige Let's Plays nur im Deutschen. Es gibt, glaube ich, zwei Let's Plays nur im Deutschen davon. Also wirklich absoluter Geheimtipp. Und zwar spielt das auch in so einer Fantasy-Welt, aber tatsächlich mehr so Richtung Tolkien, Warhammer. Also es gibt Orks, Elfen, Menschen, Zwerge und dergleichen. Vom Genre her oder auch von der Art, wie man es spielt, ist es so eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Hack and Slay. Also du kannst deine ganzen Einheiten, die du hast, also so Trupps, das sind meistens so fünf oder können auch manchmal drei sein oder so, zum Beispiel Bogenschützen, Katapulte, Pferde und so weiter, kannst du halt über die Karte manövrieren und die taktisch halt einsetzen. Hier die Bogenschützen müssen hier oben weiter auf dem Hügel stehen, so halb im Wald drin, damit sie gut in Deckung sind und bloß nicht in die Sonne gucken, weil dann ist die Trefferrate nicht so gut und von hinten kommen dann die Pferde angeritten. Und der Clou zu anderen Strategiespielen ist oder Taktikspielen, dass du hier selber auch in den Kampf eingreifen kannst. Und du hast halt nämlich immer, du hast vier verschiedene Kampagnen beim ersten Teil. Es gibt auch noch den Heroes-Teil, das ist so eine Art Erweiterung. Man würde heute DLC sagen, aber eigentlich ist es genau wie das erste Spiel, nur dass es noch weiterführend ist. Also noch mehr Helden und noch mehr Story mit reinbringt. Und du hast halt hier vier verschiedene Charaktere. Zum Beispiel bist du eine Dunkelelfin, du hast zwei Menschen, die du spielst, und noch so eine Art übersinnliches Wesen. Und kannst halt selber mit in die Kämpfe eingreifen und dadurch halt ja noch mehr Spieltiefe eben bekommen.
Was das Ganze halt auch nochmal für mich so geil macht, ist, dass du halt von der südkoreanischen Metalband Crush heißen die. Die haben den ganzen Soundtrack gemacht und du hast die ganze Zeit so fette Metal-Beats, die dich begleiten. Oh, also nice. Ich kann mir halt vorstellen, für Leute, die da nicht so drin sind, die wird das nach einer Weile irgendwie abfacken oder die machen dann irgendwann den Sound aus. Und genau, wie ich es halt im Moment aktuell spiele, ich hatte ja gesagt, bei den ganzen Xboxes sind alle abgerauscht. Es kam jetzt 2020, im Februar kam die PC-Version von beiden Teilen nochmal raus, und zwar in einer recht aufgehübschten HD-Version, kann man sagen. Also alles nochmal schön die Kanten geglättet und es sieht alles nochmal mehr Weitsicht und so weiter und so fort. Und das, ja, ist halt so ein richtiges, so ein Hau-drauf-Spiel mit viel Taktikelementen, also auch sehr brachial. Hat aber auch eine ganz coole Story, hat auch für die damalige Zeit schon eine recht gute Sprachausgabe gehabt. Und ich sag mal, der Waifu-Faktor ist auch recht hoch. Wer sich noch an unsere sehr Waifu-Folge wichtig zurück erinnert. Es gibt dann auch noch mal bei den Heroes, also bei dem Hero-Spiel hast du dann auch noch mal so Vampir-Charaktere mit dabei und so. Die sind dann auch immer sehr, sehr leicht bekleidet. Also gerade für den europäischen Markt hat man dann teilweise sogar die Kostüme noch mal ein bisschen angepasst und dann noch mal ein bisschen mehr Stoff mit draufgepackt. Ach nee. Ach nee, das fand ich auch nicht so gut. Aber auch, ich sag mal, auch die männliche Komponente. Also alle sind muskulös und sehr cooles Rüstungsdesign und so weiter und so fort. Ich könnte noch recht lange über das Spiel reden. Hat auch nochmal einen kleinen Rollenspielaspekt. Also man kann die ganzen Einheiten noch alle nochmal aufleveln und verbessern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das ist meine Empfehlung des Tages. Vor allem, ich glaube, 19 Euro kostet es mittlerweile bei Good Old Games. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. Macht wirklich Spaß, ist sehr herausfordernd, ist auch kein leichtes Spiel, also, aber wenn man dann mal so eine Mission geschafft hat, auf den schwierigeren, also auf den späteren Kampagnen, dann ist das auch wirklich, ja, für einen sehr emotional. Also, macht wirklich Freude, gerade mit diesem Metal-Soundtrack, also man ist die ganze Zeit schon im Menü am Headbang. Das klingt super. Da findet sich bestimmt jemand, der da drauf anspringt. Ja, also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das ein bisschen mal wieder ein bisschen mehr Bekanntheit hat, weil das Studio auch danach kaum noch irgendwas gerissen hat. Ich glaube, das war auch nicht besonders erfolgreich, das Ding. Aber ist halt für so Leute, die genau auf das anspringen, kann man da viel Spaß mit haben, weil es auch wirklich gut aussieht für heutige Verhältnisse noch. Jo, aber das wäre es, glaube ich, dann soweit. Ich glaube, wir haben euch die Ohren blutig geredet jetzt. Ja. Also das ist erstmal eine sehr lange Folge gewesen, muss man sagen. Ich glaube, ja, so lange haben wir beide noch nicht miteinander getalkt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du so viel Geduld mit mir auch zwischendurch hattest. Ach, ich fand ja super, wie viel du erzählen konntest und so mit den ganzen Konsolen. Da habe ich jetzt auch wieder viel, viel gelernt. Also, ja. Ja, ich hoffe, für euch war auch das eine oder andere nochmal mit dabei. Und ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ey, zu der und der Reihe oder zu dem und dem Genre möchte ich auf jeden Fall noch irgendwie eine Folge haben. Oder ja, da, genau. Ja, gibt uns auch selber Tipps, schreibt uns selber in die Kommentare, was ihr gerade spielt. Das lesen wir uns dann gerne durch und diskutieren da gerne mit. Also vielen Dank, dass du dabei warst, Lucy. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auf jeden Fall auch. Also es war eine wieder sehr bunte Folge. Wir hören uns ja auch bald schon wieder in der nächsten Anime-Talk-Folge. Irgendwann in den kommenden Wochen geht es auch da wieder weiter. Und da ist dann der Eisenfaust auch wieder mit dabei, würde ich sagen. Genau, ja, schreibt auch gerne noch eure Genre oder Lieblingsgenre in die Kommentare oder irgendwelche, ja, eure Geheimtipps, würde mich auch total interessieren. Genau, und immer Anregungen und Kritik ist auch immer gesehen. Nee, keine Kritik, hallo. Der Xabude redet zu lang. Alles klar. Jo, dann entlassen wir euch mal in den Abend, in den Morgen, in den Mittag, wo auch immer ihr gerade seid. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal wieder. Jo, tschüssi. Bis dann. Tschüss. Oh. 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 Ne.